Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 53 vom 29. April 2017. Wie immer mit mir, Philipp Banse, und Mit Ulf Burmeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge, in der wir wie immer die aktuellen politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt für euch zusammentragen und versuchen, einen Überblick zu geben über alles, was in der vergangenen Woche wichtig war. Und wir haben wieder ein volles Pad und stürzen uns mitten hinein und wollten heute mal anfangen mit einer kleinen Follow-up-Runde. Genau, weil halt viel Feedback kam. Ulf ist ja bei uns so ein bisschen der Community-Manager und hat das alles so ein bisschen im Blick. Wir fangen mal an mit Türkei, Referendum in der Türkei. Da gab es eine Menge Ergänzungen, Argumente, Einwände. Ja, so ist es. Wir haben ja in der letzten Woche ausführlich diskutiert, wie es dazu kommen konnte, dass mehr als 60% derjenigen Menschen mit türkischem Pass, die in Deutschland abgestimmt haben für das Referendum und damit jetzt mal etwas platt formuliert für die Abschaffung der Demokratie oder für die jedenfalls deutliche Einschränkung der Demokratie in der Türkei gestimmt haben. Und dazu hatten wir die These in den Raum gestellt, dass es daran liegen könnte, dass einfach sehr viele Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland quasi vom Lande kommen, ja, und da war ja auch in der Türkei die Abstimmung sehr deutlich pro Erdogan und dafür kam eine ganze Menge Zustimmung, also gerade auch von Menschen, die jedenfalls geschrieben haben, dass sie selbst einen türkischen Migrationshintergrund haben, also an dieser Idee scheint was dran zu sein. Allerdings ist das natürlich auch nicht der einzige Grund, es wurde auch darauf hingewiesen, dass es eine massive Einschüchterung gab, jedenfalls bestimmter Menschen überhaupt sich registrieren zu lassen für die Abstimmung in Deutschland. Und dann sagten einige, ja, es ist aber auch nicht nur, das liegt nicht nur daran, dass die Menschen, die vielleicht mal vom Lande kamen, irgendwie rückständig sind, sondern es muss wohl generell einen starken Stadt-Land-Gegensatz in der Türkei geben. Also die viele Menschen, die in Städten leben, sehr westlichen Lebensstil pflegen, werden wohl auch als arrogant wahrgenommen von Menschen, die eben nicht in Istanbul oder in Ankara leben. Und insofern hat das auch ein bisschen was von einer Edge-Badge-Politik anscheinend. Wie gesagt, wir können das alles nicht selber verifizieren. Wir tragen jetzt einfach nur mal vor, was wir da so an Feedback bekommen haben. Was ich noch sehr spannend fand, war der Hinweis auf die Rolle des Militärs. Die türkischen Streitkräfte haben bis vor etwa 10 Jahren, also als die AKP, die islamische Partei Erdogans, an die Macht kam, eine extrem wichtige Rolle gespielt. Und Erdogan hat es immerhin geschafft, den Einfluss des Militärs auf die Politik zurückzudrängen, wie man so schön sagt, hat quasi die Militärs in die Kasernen zurückgedrängt. Und damit, jedenfalls kann man das auch durchaus auch so sehen, anfangen die Demokratie eher gestärkt, nicht? Denn in der Türkei lebten demokratische Politiker quasi immer in dem Risiko, dass sie weggeputscht werden, insbesondere wenn sie sich gegen die Ideale des Kemalismus wenden. Und da muss man sagen, hat Erdogan tatsächlich die Militärs entmachtet oder jedenfalls ihren Einfluss deutlich zurückgedrängt. Das fand ich sehr interessant, das hatten wir nicht gesehen. Und jetzt allerdings wendet sich das im Gegenteil. Also nachdem er die Demokratie erst ein Stück weit gestärkt hat, schafft er sie jetzt jedenfalls in weiten Bereichen ab. Aber diese Rolle des Militärs, finde ich, ist ein interessanter Punkt. Und letzter Punkt, Abbruch der EU-Beitrittsgespräche. Ursprünglich mal, so war dieses Argument von einem Leser, konnte Erdogan diese Beitrittsgespräche ganz wunderbar gebrauchen, um alle möglichen Einschränkungen der Möglichkeiten des Militärs zu begründen. Und nun allerdings, wo er das Militär tatsächlich schon in seiner Macht zurückgedrängt hat, finde ich es umso praktischer, wenn die EU die Gespräche abbricht. Dieses Argument hatten wir ja auch schon in der Sendung, einfach weil es so ein bisschen dem türkischen Opfermythos stärkt. Nicht alle sind gegen uns. Genau. Dann hatten wir ja noch so ein bisschen ein zweites Thema losgetreten in der vorletzten und letzten Sendung auch, nämlich den Zustand des Breitbandausbaus hierzulande. Da gehen ja auch die ganze Zeit Mails und Kommentare ein. Du hast da ein paar zusammengefasst, was noch so kam. Genau, also wir haben eine ganze Reihe von Beispielen für erfolgreichen Glasfaserausbau bekommen, gerade eben so von Stadtwerken und da hat auch jemand uns widersprochen mit unserer Kritik an der Telekom. Wir haben ja gesagt, die Telekom mag im Grunde keine Glasfaser ausbauen. Es gibt wohl einzelne Beispiele, dass die Telekom das durchaus tut, aber in der ganzen Breite eben nicht. Also die Beispiele, die wir bekommen haben, beziehen sich eigentlich auch immer auf kleinere, lokale oder regionale Provider. Ganz spannend fand ich eigentlich eine lange E-Mail, die uns Andy aus Norderstedt geschrieben hat, die würde ich mal in Teilen zitieren, weil ich die ganz interessant fand. Also er schreibt von seinem Provider Wilhelmtel, das ist wohl eine Tochter der Stadtwerke, und er schreibt, die haben hier um die Jahrtausendwende angefangen, Glasfasern zu verbuddeln
Und hier vor Ort, soweit ich das sehe, waren unsere Stadtwerke die ersten, die sich das getraut haben, war das ein Erfolgskonzept. Eigene Glasfaser-Backbones aufbauen und in Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft Privathaushalte bis ins Wohnzimmer zu verkabeln. Die Leistung der Leitung war immer da, weil die Leitung eben sich nicht geteilt wurde wie bei anderen Kabelnetzbetreibern. Jeder Kunde hat, wenn die Gegenseite und die allgemeine Netzauslastung das hergeben, immer die volle Geschwindigkeit. Und er beschreibt dann noch, dass dieses Angebot auch immer weiter verbessert wurde. Man bekam sogar, ohne dass man sich darum gekümmert hat, teilweise schon ein neues Modem hingestellt und schon hat sich die Geschwindigkeit irgendwie verfünffacht. Und Andy schreibt, er hält das für die einzig sinnvolle Vorgehensweise, also quasi diesen Ausbau durch kleine lokale Gesellschaften, weil er sagt, die regionalen Versorger haben bereits das Know-how und das Equipment, um die Erde aufzubuddeln. Die haben einen kurzen Draht, um die städtische kommunale Baugenehmigung zu erhalten. Und außerdem sagt er, für die jeweiligen Netze, Gas, Wasser, Strom bestehen Revisionspflichten. Also bestimmt, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich finde es ganz plausibel. Bestimmte Elemente, sagt er, müssen in regelmäßigen Abständen sowieso ausgegraben werden. Und es muss eine Sichtprüfung durchgeführt werden, eine Eichung oder sonst was. Und das ist die perfekte Gelegenheit, gleich mal Glasfaser oder zumindest Leerrohre zu versenken. Er sagt, es bestehen häufig auch gute Kontakte zu den Wohnungsbaugesellschaften und außerdem bleibt das Geld in der Region, ja, und es wird nicht in irgendeinen Monopolisten investiert, der dann damit irgendwelche zweifelhaften Börsengänge oder Auslandsinvestitionen querfinanziert. Und das, finde ich, sind ein paar interessante Punkte. Wir hatten ja mal die Idee von Malte Spitz und anderen ins Spiel gebracht, eine große deutsche Glasfasergesellschaft zu bauen. Vielleicht muss es ja dann eben doch nicht so eine Monopolstruktur sein. Vielleicht ist es ja genauso schlau, wenn man so ein Mischkonzept einsetzt, denn diese große Gesellschaft muss ja vielleicht nicht alles selber stricken. Sie kann aber ja zumindest mit den lokalen Betreibern zusammenarbeiten und vielleicht da wiederum Investitionsbeihilfen leisten zum Beispiel. Ja, also ich finde, das vielleicht als abschließenden Punkt dazu, ich finde als Gegenmodell dieses genossenschaftliche Organisationsprinzip sehr reizvoll. Das hat man ja bei der Energiewende gesehen, also 50% ungefähr des erneuerbaren Energieausbaus sind ja durch kleine Genossenschaften hier in Deutschland vollzogen worden. Also Leute, die halt Anteile haben, wo jeder Anteile an einem Projekt, an einem kleinen Netzprojekt kaufen kann, Windrad oder irgendwas, Photovoltaikanlage, und damit haben die halt einen großen Teil dieser Energiewende gewuppt. Und so könnte man das im Prinzip beim Glasfaserausbau auch machen, dass du halt eine Genossenschaft gründest, jeder zahlt an, kauft Anteile und das wird halt Glasfaser verbuddelt. Und wenn du dann so eine übergeordnete Dachgenossenschaft hast, die halt diese hunderten Kleingenossenschaften in Deutschland dann so ein bisschen koordiniert und berät und vernetzt und vielleicht auch Verhandlungen tritt mit diesen großen Backbone-Betreibern wie Level One oder Level Two oder so und diesen großen Leuten. Yeah. Das wäre halt ein dezentrales, sehr, menschennahes Organisationsprinzip, um diesen Glasfaserausbau zu wuppen. So, ne? Aber ja, das ist vielleicht ein anderes Organisationsmodell, was ich auch sehr attraktiv finde. Auf jeden Fall bei dieser Gelegenheit nochmal ganz herzlichen Dank an das hilfreiche Feedback. Also das ist wirklich großartig. Jemand anders hat noch darauf hingewiesen, dass es vielleicht gar nicht immer Leitungen sein müssen, sondern dass auch die Funkschnittstelle inzwischen sehr, sehr leistungsfähig ist. Das kann man in den Kommentaren nachlesen. Das heißt also, möglicherweise braucht man an manchen Orten auch gar keine Leitungen zu verlegen, sondern kann da quasi auf die Nachfolgetechnologie von LTE setzen. Und ein weiterer interessanter Punkt kam noch zum Stichwort Südostasien, Nordkorea, China. Da hat nämlich jemand darauf hingewiesen, oder mehrere Kommentatoren waren es, glaube ich sogar, dass das für die USA gar nicht so ganz einfach ist, in der Region zu operieren, einfach weil China inzwischen Mittelstreckenraketen entwickelt hat, die mit 10-facher Schallgeschwindigkeit fliegen. Und da gab es dann so eine kleine Diskussion darüber, ob es überhaupt noch möglich ist, solche Raketen abzufangen. Also ich habe da so ein bisschen gegengehalten, weil ich ehrlich gesagt den Vereinigten Staaten eine ganze Menge zutraue in Sachen Luftabwehr, aber einige Kommentatoren waren der Meinung, mit diesen Raketen kann man auch einen Flugzeugträger problemlos versenken, und wenn man mehrere zugleich abschießt, ist die Wahrscheinlichkeit wohl extrem hoch, dass so ein Flugzeugträger dann getroffen und auch versenkt wird. Wie gesagt, dazu fehlt mir die militärtechnische Ausbildung, ich kann das nicht selber einschätzen, aber ich finde den Gedanken ganz spannend. Denn wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten natürlich die Vereinigten Staaten jedes Interesse, die Chinesen aus einem Konflikt herauszuhalten. Denn wenn man sich überlegt, so ein Flugzeugträger kostet irgendwie 10 Milliarden Dollar, das ist jetzt irgendwie kein Bauer auf dem Schachbrett, ne? Sondern das ist schon einfach ein enormes Risiko, das man da eingeht. Alright, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die offensichtlich sehr konstruktiven Kommentare unter der letzten Folge. Das war großzügig, ja, großartig, vielen Dank. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die
Beurteilung der vergangenen Woche und da fällt natürlich zuerst einem ein, dieser obskure Fall mit dem Bundeswehrsoldaten, der sich als Flüchtling hat registrieren lassen und unter Terrorverdacht steht. Also klingt wie ein schlechter Film, klingt oder? Wenn man das erstmal so liest, Philipp? Klingt wie ein ganz schlechter Film. Also man muss da so ein bisschen, sagen wir mal, ich versuche mal eben so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse so nicht zu breit, aber doch irgendwie kompakt auszubreiten, weil sich nur anhand dessen, was da so passiert ist und dessen, was man bisher so weiß, auch entfaltet, diese ganzen Fragezeichen, die man so im Kopf hat. Also am Mittwoch wurde in Hammelburg wurde ein deutscher Bundeswehrsoldat festgenommen, Franco A., ne? Oberleutnant, 28 Jahre alt, irgendwo stationiert in so einer deutsch-französischen, hier im Jägerbataillon 291 der deutsch-französischen Brigade bei Straßburg. So, und der wurde festgenommen, weil die Staatsanwaltschaft Frankfurt seit dem 17. Februar gegen ihn ermittelt, nämlich der Verdacht vor Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, wahrscheinlich rechtsextremer Anschlag, so der Verdacht. Und jetzt ist die Frage, wie kam es denn dazu? Und das Bizarre ist, dass dieser Soldat sich als Flüchtling hat registrieren lassen. 2000. Das heißt, der Mann hat ein Doppelleben geführt. Ja, der Mann hat ein Doppelleben geführt und der Verdacht ist, er hat sich als Flüchtling registrieren lassen, um einen rechtsextremen Anschlag zu verüben und aufgrund seiner zweiten Identität als Flüchtling diesen Anschlag eben Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Und wie kam es, was ist bisher so der Ablauf der Geschichte, wie man das rausgefunden hat? Also dieser Mann, dieser Soldat, der war in Wien bei einem Ball der Offiziere, nannte sich das. Und so ist zumindest der Stand, das hat er gesagt. Und bei diesem Besuch hat er in einem Busch in Wien eine Pistole gefunden, Kaliber 7,65 mm. Als er dann nach Hause fliegen wollte, hat er gemerkt, Mensch, ich habe eine Pistole dabei, die geladen ist am Flughafen, das ist ja schlecht mit der Sicherheitskontrolle. Ich verstecke das Ding in einem Reinigungsschacht auf der Toilette des Flughafens in Wien, Schwächert. Klar, wo auch sonst. Dort haben jedenfalls Putzkräfte diese Pistole entdeckt, die österreichische Polizei gerufen. Die haben eine Falle aufgestellt, so nach dem Motto, da wollen wir doch mal wissen, wer die sich hier irgendwann mal abholt. Dabei wurde dieser deutsche Bundeswehrsoldat festgenommen, als er eben diese Pistole rausgeholt hat. Und dabei hat man auch, als man ihn durchsucht hat, einen Datenträger gefunden, auf dem rechtsextremes Material, weiß ich nicht, Kommunikation irgendwie gefunden wurde. All das, Datenträger, Soldat, Waffe, haben die Ösis dann an die Deutschen übergeben. Die haben ihn sich angeguckt, dabei eben gesehen, dass er eine Doppelidentität hat als Flüchtling. Ja, haben ihn aber wieder laufen lassen und überwachen lassen, weil sie wissen wollten, mit wem hatten der noch so Kontakt. Und dabei ist dann eben rausgekommen, dass er Kontakt hat zu einer ganzen Menge Leute und sich eben mit denen ziemlich rassistisch, rechtsextrem, Details kenne ich nicht, weiß man nicht, habe ich nicht gelesen, ausgetauscht hat. Und jetzt am Mittwoch hat man ihn eben verhaftet und er sitzt, glaube ich, in U-Haft, schweigt. Aber was man halt weiß, ist, diese merkwürdige Geschichte mit dieser Registrierung als Flüchtling. Und zwar hat er sich im Dezember 2015 als David Benjamin in, ich glaube, einer Erstaufnahmeeinrichtung, ich glaube in Gießen, in Hessen und später war er auch in Zirndorf, hat er sich da gemeldet und gesagt, ich bin Flüchtling, Obsthändler aus Syrien, 27 Jahre alt, katholischer Christ mit jüdischen Wurzeln, heiße David Benjamin. Und bin vom Islamischen Staat geflohen, mein Vater wurde vom Islamischen Staat getötet und ich hätte gerne in Deutschland Asyl. So. Das muss man sich mal vorstellen, einfach nur sich vor Augen führen. Da gibt es jemanden, der hat ein ganz normales, klassisches, deutsches, bürgerliches Leben. Er hat eine italienische Wurzel, ja? Ich glaube eine italienische Mutter oder okay. So. Ja, genau, aber das war's. Also vielleicht kann man mutmaßen, dass er so ein ganz kleines bisschen südländisch aussieht, wissen wir nicht. Ne? Ich habe noch kein Foto gesehen, hast du ein Foto gesehen von Franco A.? Nur verpixelt, nee. Ja. Okay, also jedenfalls kann man mutmaßen, vielleicht ist er ein bisschen südländischer Typ. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat er also ein ganz klassisches deutsches Leben als Bundeswehrsoldat. Und dann, derselbe Mensch lässt sich dann registrieren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Asylbewerber. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon eine ziemlich steile These. Und nun ist es ja so, dass bei diesem BAMF nicht nur Papierkrieg stattfindet, sondern da gibt es auch eine Anhörung. Ja. Und was hat er denn da erzählt? Ja. Wie hat er denn diese Anhörung überlebt? Also diese Anhörung, also er hat
hat halt gesagt, er käme aus Syrien. Arabisch hat er wohl irgendwie mal im Rahmen seiner Bundeswehrausbildung so ein bisschen brockenhaft gelernt. Konnte er auch nicht, hat er so rumgestottert, so Arabisch, Deutsch, Französisch. Und dann kam auch gleich die Französisch-Dolmetscherin und dann haben sie Französisch geredet. Französisch kann er offensichtlich wohl sehr gut, hat er in der Schule gelernt, ist eben auch in Frankreich stationiert, beziehungsweise in diesem deutsch-französischen Brigade, ist wohl ziemlich talentiert und sprachbegabt und nicht ganz unterbelichtet, ziemlich intelligent. Also Französisch scheint er wohl ziemlich gut zu sprechen und dann lief diese ganze Veranstaltung, diese ganze Befragung in Französisch ab. Und der Spiegel hat das aus diesen Ermittlungsakten, Spiegel Online, können wir verlinken, hat aus diesen Ermittlungsakten zitiert, hat dann rumgelesen und das muss wohl eine ziemlich bizarre Veranstaltung gewesen sein, in der er denen diese ganze Geschichte erzählt hat und niemand hat wirklich nachgefragt. Und niemand ist wirklich auf die Idee gekommen, dass da ein Deutscher vor ihm sitzt. Das kann man sich so nicht vorstellen. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das kann man sich wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Also das, also nach diesem Spiegelartikel zu urteilen, war es wohl so, dass die Dolmetscherin Marokkanerin war. Also in Marokko spricht man ja eben Arabisch und Französisch. Also die eigentliche Landessprache der meisten oder Muttersprache der meisten Menschen ist Arabisch, aber man lernt eben sehr früh Französisch, weil es früher mal eine französische Kolonie war. Und diese Dolmetscherin soll jetzt nicht gemerkt haben, dass das kein arabischer Muttersprachler war aus Syrien, sondern dass es ein Deutscher war. Das soll diese Marokkanerin nicht gemerkt haben. Also das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen, wenn man den Fall mal umdreht. Ja, also ein Deutscher, der einen Deutschen interviewt und nicht merkt, dass dieser vermeintliche Deutsche eigentlich Araber ist und er ist vor kurzem nach Deutschland gekommen. Das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist also wirklich extrem merkwürdig. Und also auch wenn er sehr sprachbegabt ist, aber es ist auch, dass jemand Französisch mit marokkanischem Akzent so spricht, dass es eine Marokkanerin nicht merkt, ist auch kaum vorstellbar. Oder eine Französin nicht merkt. Also da passt so viel nicht zusammen bei dieser Befragung. Und die hat ja auch nicht 5 Minuten stattgefunden, sondern es ging ja wohl echt lange. Und die haben dann wohl auch nicht nachgefragt und nicht nachgehakt und nach Details gefragt und alles, was man offensichtlich in solchen Befragungen so zu tun pflegt. Und so hat dieser Mann dann Der Spiegel hat noch ein Detail, das interessant ist. Vielleicht ist es irrelevant, vielleicht ist es aber richtig gruselig. Der Spiegel wusste nämlich zu berichten, dass dieser Interviewer nicht etwa zum Stammpersonal des BAMF, des Bundesamts gehörte, sondern dass es ein Bundeswehrsoldat der zum BAMF ausgeliehen war. Ja, weil die eben so einen Personalmangel hatten. Genau, weil die so einen Personalmangel hatten, genau. Und der Spiegel, schreibt das so ein bisschen augenzwinkernd und deutet an, ohne das so richtig klar zu machen, dass man natürlich jetzt der Frage nachgehen muss, ob das schlicht und ergreifend sich um einen Komplott handelte. Ne? Ob also dieser Bundeswehrsoldat quasi sich mit dem Interviewer verbündet hat oder andersrum der Interviewer Komplize war und ihn auf diese Art und Weise durchgefunken hat. Denn in der Akte, der Flüchtlingsakte, finden sich wohl noch eine ganze Reihe weiterer Informationen über diesen vermeintlichen Asylbewerber, die in dem Interview überhaupt gar keine Rolle spielten. Das heißt, es liest sich so ein bisschen so, als wenn der Interviewer mehr wusste, als in dem Interview überhaupt zur Sprache gekommen ist. Also, wie gesagt, wir können das natürlich nicht sagen, wir waren nicht dabei, aber die ganze Aktion stinkt gewaltig zum Himmel und es ist zumindest nicht ausgeschlossen und muss jetzt geklärt werden, ob es sich einfach um ein rechtes Komplott handelte, ein faschistisches Komplott mit mehreren Mittätern. Also der Marco also nicht als Einzeltäter gehandelt. Genau, zumal ja jetzt auch noch ein zweiter, so ein 24-Jähriger, glaube ich, aus Österreich festgenommen wurde. Eben einer, mit dem er sich sehr eng über Chat oder so ausgetauscht hat und auch so, wie das immer so heißt, Hetzbotschaften ausgetauscht hat. Auch dieser Mensch wurde festgenommen, wie es überhaupt am Mittwoch eben 16 Wohnungsdurchsuchungen gab von Wohnungen, also 16 Durchsuchungen von Wohnungen und Diensträumen von Bekannten von diesem Soldaten. Insgesamt waren 90 Polizisten im Einsatz. Also das wirft so dermaßen viel Fragen auf, was da passiert ist. Einerseits natürlich diese Frage, ne, hat die Bundeswehr ein rechtes Problem? Gab es da jetzt irgendwie ein rechtsextremes Komplott, um Terroranschläge zu verüben? I don't know. Also Spiegel schreibt, der militärische Abschirmdienst, also der Geheimdienst der Bundeswehr, der bearbeitet aktuell 280 Verdachtsfälle auf rechtsextremistische Vorhaben, Soldaten, 97 davon. Aber nicht alle im Kontext mit Franco. Nein, oder? nicht alle im Kontext mit Franco. Franco A ist einer dieser Verdachtsfälle und 97 von diesen 280, die stammen eben aus diesem Jahr alleine, was auch schon eine ganze Menge ist. Aber Franco A ist wohl bisher nicht aufgefallen. Sicherlich klar, so intuitiv würde man sagen, klar, gibt es da sicherlich eine Menge Leute mit rechten Gedankengut, aber bis zu einer faschistischen Terrorverschwörung rechter Natur bei der Bundeswehr ist es dann natürlich doch noch ein Schritt. Das muss man klären. So, das ist offen.
Aber ich finde es wirklich einen ganz bemerkenswerten Vorgang, ne? Und auf jeden Fall muss das jetzt aufgeklärt werden. Ich fände es jetzt auch ganz verkehrt, die Bundeswehr unter Generalverdacht zu stellen. Ich denke, gerade im Vergleich mit Armeen in anderen Staaten macht die Bundeswehr schon einen ziemlich guten Job, was so dieses Stichwort innere Führung angeht, ne? Dass man also versucht, wirklich die Soldaten zu Staatsbürgern in Uniform zu erziehen und eben nie, auf gar keinen Fall einen Staat im Staate und so weiter und so weiter. Also dass die Soldaten nicht nur für Deutschland eintreten, sondern auch gerade für unsere demokratische Regierungsform und so. Also das machen sie eigentlich, denke ich, schon ganz gut, aber es gibt eben doch immer wieder Ausnahmen, wo man sich so ein bisschen gruseln kann. Und dieses hier ist eine, und wir hatten ja auch vor einigen Wochen schon berichtet über diese Exzesse, diese sexistischen Übergriffe bei der Rekrutenausbildung. Also es gibt ganz offensichtlich doch immer noch wieder Ecken und Winkel bei der Bundeswehr, wo doch zu wenig Licht ist. Genau, ein Hinweis noch, im Deutschlandfunk sagte ein CDU-Abgeordneter, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, dass es wohl eine Gesetzesänderung gab und jetzt alle, seit kurzem eben, alle Soldatenanwärter einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Also so ein bisschen so ein Background-Check gemacht wird, woher kommen die, sind die schon immer irgendwo auffällig geworden, und dass aber Franco A. eben, sag mal, in Anführungszeichen zu früh zur Bundeswehr gekommen ist und von diesen Sicherheitsüberprüfungen noch nicht erfasst worden war. Und der CDU-Mann aus dem Bundestag sagte eben, wenn diese Sicherheitsüberprüfung damals schon gegolten hätten, wäre Franco A. aufgefallen. Was ich nicht genau weiß, was ich eher bezweifeln würde, weil es ja immer heißt, er ist eben bisher nicht irgendwie aufgefallen. Weder bei Bekannten noch Verwandten, Freunden, auch in der Bundeswehr nicht. Also da sind alle so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Und bisher ist auch nicht bekannt, dass er sich vorher schon irgendwo groß in rechten Kreisen organisiert hätte oder engagiert hätte. Also weiß ich nicht, ob er da aufgefallen wäre, ehrlich gesagt. Obwohl, wie gesagt, da sind noch viele Fragen offen. Eine andere große Frage ist natürlich auch, WTF, wie kann sowas passieren? Ja, also wie kann ein Deutscher zu diesem BAMF gehen und sagen, ich bin aus Syrien, bitte gib mir Asyl. Ja, übrigens hat er bekommen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Er hat diesen subsidiären Schutz bekommen, den halt alle mehr oder weniger syrischen Flüchtlinge bekommen, und er hat seit Anfang 2016 eben auch Sozialleistungen bekommen. Er hat auch einen Platz in so einer Flüchtlingsunterkunft bekommen. So, also der ist richtig Flüchtling gewesen. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Ja, alle sagen, ja, wobei man ja auch noch sagen muss, als er sozusagen diesen Status anerkannt bekommen hat, das war früher 2016, da war die große Welle und die große krasse Überlastung, diese Chaostage beim BAMF, die waren da eigentlich schon am Abklingen. Ja. Und damit alleine ist das schwer zu erklären. Nee, es klingt eben tatsächlich, wie der Spiegel ja auch andeutet, nach so einem Inside-Job, ne? Als wenn der Bundeswehrbefrager und der Franco sich kannten und abgesprochen haben. Aber wie gesagt, beweisen können wir das nicht. Vielleicht war dieser Bundeswehrbefrager auch einfach nur ganz besonders inkompetent. Das hätte ich auch denken. So, ne? Und angeblich haben sich jetzt BMI, also Innenministerium und BAMF und alle auch zusammengesetzt und wollen dann auch mal, wenn dieser ganze Berg von unerledigten Asylanträgen abgearbeitet ist, halt die halt bewilligt wurden, auch nochmal durchgehen. Und ich würde sagen, das ist eine ziemlich gute Idee, denn Leute haben sie dann ja genug. Also sie haben jetzt so viele Leute eingestellt in dieser Zeit, dass da, glaube ich, ziemlich viel Kapazitäten auch frei werden, wenn dieser Berg irgendwann mal abgearbeitet ist. Und dass sie dann wirklich nochmal hingehen können und wirklich nochmal checken können, wen haben sie denn da überall so reingelassen und wen haben sie da überall irgendeinen Status zugebilligt. Was denkst du? Ja, so würde ich das auch sehen. Also insbesondere, glaube ich, muss man daraus schon die Lehre ziehen, dass nicht immer von einer Verschwörungstheorie geredet werden kann, wenn es eine False Flag Operation gibt. Ne? Oder wenn jemand sich fragt, ob nicht irgendwas eine False Flag Operation ist. Also dass jemand eine Straftat oder auch eine militärische Aktion begeht unter falscher Flagge. Wir hatten das Stichwort False Flag ja zuletzt bei diesem Giftgasangriff in Syrien. Da haben wir letztlich die Meinung vertreten, dass wir glauben, dass es keine False Flag Operation ist, sondern dass also tatsächlich die syrische Armee verantwortlich sei, aber da gab es ja auch eine ganze Menge von Hörerinnen und Hörern, die das anders gesehen haben, die durchaus gesagt haben, es kann durchaus auch die Türkei oder die CIA gewesen sein. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Hinweis. Dieser Fall von Franco A. zeigt doch, dass es jedenfalls auch im terroristischen Bereich alles andere als ausgeschlossen ist. Ne? Stellen wir uns vor, er hätte jetzt sein Ziel erreicht, wenn es denn wirklich sein Ziel war, und hätte einen Selbstmordanschlag zum Beispiel begangen oder einen sonstigen Terroranschlag und hätte halbwegs authentische Bekennerschreiben verschickt, dann hätte natürlich jeder gedacht, der IS war es. Ne? Und damit wäre sicherlich eine weitere Welle von wenigstens Skepsis gegenüber islamischen Menschen übers Land gerollt. Würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
Thomas de Maizière. Würde ich auch sagen. Hat die Kriminalitätsstatistik 2016 vorgestellt. Genau. Was bedeutet das eigentlich, Philipp, die Kriminalitätsstatistik? Welche Statistik war denn das? Verurteilung oder die polizeiliche? Das ist eine gute Frage. Soll man ja, wahrscheinlich ist die polizeiliche. Also, die üblicherweise heißt nämlich, ist es ja die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Gehe ich mal von und das andere wäre, du hast hier einen Link, du hast sozusagen Verurteilung, ist die andere sozusagen noch, ne? Genau, es gibt noch eine justizielle, Nee, aber ich glaube, es war, also hier steht immer noch Kriminalstatistik 2016. Ja. Polizeilich. Polizeilich, ne? Das heißt also, da kommen wir auch schon ein bisschen zu den Einschränkungen, es sind halt Leute, die, sagen wir mal, verdächtigt wurden. Richtig? Nicht Leute, die verurteilt wurden. Ganz genau. Das ist ganz wichtig bei der Einschätzung dieser so polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Es handelt sich eben um die Zahl letztlich der Strafanzeigen und es handelt sich um die rechtliche Würdigung, die die Polizeibeamten bei der Aufnahme der Anzeige diesem Delikt zugeschrieben haben. Das heißt also, es kann auch sein, dass es gar nicht strafbar war. Es kann auch sein, dass es sich als wesentlich weniger gravierend erwiesen hat im Ergebnis, als die Polizei dachte. Genau, und dazu muss man nämlich sagen, also ne, bevor wir darüber sprechen, das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen sagt nämlich auch, das Risiko eines Fremden angezeigt zu werden, sprich in dieser Statistik aufzuschlagen, ist doppelt so hoch wie das Risiko eines deutschen Tatverdächtigen. Ja? Und nicht nur deutsche Opfer und Zeugen wenden sich bei einem Zuwanderer eher an die Polizei, sondern auch Angehörige einer anderen Nationalität, Religion oder Ethnie. So, das ist also Forschungsinstitut Niedersachsen. Das heißt, ne, also ihre Einschränkungen. Ja, ob die Leute am Ende dann wirklich verurteilt wurden und tatsächlich diese Taten begangen haben, ist halt unklar. Aber es gibt halt nicht so wahnsinnig viel bessere Methoden, um irgendwie sich einen Überblick zu verschaffen. Und Thomas de Maizière hat das jetzt Ding halt vorgestellt und so eine dieser Geschichten war halt, über die viel geredet wurde, ist, dass viele Sachen eben zurückgegangen sind, nur Gewaltdelikte gestiegen sind und eben diese Gewaltdelikte wohl nicht gestiegen wären, zumindest vielleicht nicht gesunken, aber eben auf ähnlichem Niveau geblieben wären, wenn nicht die, sagen wir mal, Gewaltdelikte, denen die Zuwanderern zugeschrieben werden, so stark gestiegen wären. So, das war so eine These an dieser Kriminalstatistik, die eigentlich auch nicht groß umstritten ist, dass eben Zuwanderer, die Gewaltdelikte, die Zuwanderern zugeschrieben werden, durch Anzeige eben enorm gestiegen sind, 50%, über 50%. Und die Frage ist natürlich jetzt, woran das liegt. Da gibt es eine ganze Menge von Erklärungen und eine ganz zentrale hat der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes im Deutschlandfunk geliefert und das klang dann so. Ich fange nochmal am Anfang an. Ja, das liegt ganz schlichtweg daran, dass es bei den Zuwanderern primär um junge Männer handelt und das ist die Gruppe, die am meisten Straftaten begeht, auch bei den sogenannten Bio-Deutschen oder bei den Einwohnern in Deutschland ist diese Altersgruppe der jungen Männer am höchsten belastet, 4, 5 bis 8 Mal so viel wie andere Altersgruppen und eben auch wie Frauen. Und deshalb ist es klar, wenn junge Männer nach Deutschland kommen, wäre alles andere ein Wunder, wenn die hier nicht eben auch straffällig werden würden. So, also das ist so das eine Argument. Das andere ist natürlich, das muss man auch dazu sagen, dass die meisten Opfer von Zuwanderern eben andere Zuwanderer sind und dass die meisten dieser Gewalttaten in Flüchtlingsunterkünften stattfinden. So, ne, und dass speziell Syrer, also dass ne, auch nicht alle Zuwanderer da gleich auffällig sind, Syrer, Iraker und Afghanen zum Beispiel, werden im Vergleich zu anderen Nationalitäten und auch zu Deutschen deutlich weniger straffällig. Bei Maghrebinern ist es dann wieder schon anders, aber auch deshalb, weil aus dem Maghreb eben nochmal besonders viele Männer in dieser problematischen Altersgruppe zuwandern, eben viel mehr beispielsweise als aus Syrien und dem Irak und Afghanistan, was eben unter anderem mit dieser doch sehr, sehr gefährlichen Reise über das Mittelmeer zu tun hat, was eben primär junge Männer dann in Angriff nehmen und nicht Familien.
So, ne? Also ja. Das sind so ein paar Aspekte, die dazu führen, dass eben in dieser Statistik die Gewaltdelikte von Zuwanderern stark zugenommen haben, wobei auch der viel auch darauf hinweisen muss, dieses Wort Zuwanderer ist halt auch schon problematisch, weil darunter so viele unterschiedliche Kategorien fallen, ja, Flüchtlinge, Einwanderer, auch Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten und so. Also das zu differenzieren ist schon auch wiederum sehr, sehr schwierig. Ja, also ich finde wichtig an dieser Statistik und an der Interpretation sind eine ganze Reihe von Punkten. Also zunächst mal, wie gesagt, handelt es sich um quasi den Blick der Polizei auf die Welt, nicht tatsächlich auf das, was dann letztlich die Strafjustiz aus diesen Anzeigen macht. Das muss man immer wieder dazu sagen. Deswegen gibt es eben auch sehr viel Kritik an der polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Das Zweite ist, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, es gibt viele Straftaten von Zuwanderern und das stimmt natürlich auch, aber und zwar einfach deswegen, weil es zahlenmäßig relativ viele Menschen sind, aber es ist gerade nicht der Schluss erlaubt, dass Zuwanderer nun eben besonders kriminell wären, sondern es sind einfach Menschen in einer bestimmten Altersgruppe, die besonders kriminell sind und dann interessanterweise sind gerade ja Menschen aus Syrien und aus Afghanistan, jedenfalls nach dieser Statistik vergleichsweise wenig kriminell und die Statistik wird erheblich auch belastet durch einige wenige sogenannte Intensivtäter, vor allem aus dem nordafrikanischen Raum. Ne? Das passt dann wieder so ein bisschen zu den Vorfällen in der Silvesternacht vor anderthalb Jahren in Köln, wo es ja angeblich eben auch Menschen aus Nordafrika gewesen sein sollen. Und die haben natürlich die besondere Situation, dass sie auch wissen, dass sie letztlich nicht abgeschoben werden können. Ne? Das heißt also, ausländerrechtliche Sanktionen greifen gegenüber Menschen aus Nordafrika deswegen nicht, weil die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Wie gesagt, das ist kein rechtliches Problem in Deutschland, sondern es liegt einfach daran, dass man die mangels Kooperation von vor allem Marokko, Algerien und Tunesien einfach nicht abschieben kann. Und das heißt also auch Menschen, die zum Beispiel, wenn sie aus Afghanistan kämen oder aus Pakistan längst abgeschoben worden wären, bleiben eben einfach im Land. Und diese vergleichsweise wenigen Intensivtäter verderben dann quasi für alle die Statistik. Genau, also es gibt einen recht interessanten Artikel der Zeit, der erschien bevor De Maizière diese Statistik veröffentlicht hat. Aber die Zeit hat 14 der 16 Bundesländer angeschrieben und eben deren Statistiken analysiert. Und da sind halt so 6 Trends rausgekommen, von denen wir auch schon einige erwähnt haben, aber die haben eben auch geschrieben, dass dieses klassische Argument, ja, es gibt ja so viele Straftaten, die eben nur Ausländer begehen können, ja, wie Verstoß gegen das Ausländerrecht und, dass selbst wenn man die rausrechnet, ja, immer noch überdurchschnittlich viele Zuwanderer an der gesamten registrierten Kriminalität beteiligt sind. Also dieses Argument, es gibt, sagen wir mal, Delikte, die nur Ausländer begehen können. Ja, das stimmt, aber dieses Argument zieht nicht, um zu erklären, warum eben die so stark vertreten sind in dieser Kriminalitätsstatistik. Das nur noch am Rande. Sondern das lässt sich ja durch das Alter. Genau, durch das Alter, durch die demografische Struktur, vor allen Dingen Männer etc. Genau, das vielleicht dazu. Die beiden Artikel können wir verlinken vielleicht da noch ein Hinweis. Die New York Times hatte 2 Leute in Weimar stationiert gehabt, mehrere Wochen, und die haben, finde ich, ein sehr, sehr anschauliches Bild der Integrationsbemühungen in Weimar gezeichnet, also sowohl auf Behördenseite, aber eben auch vor allen Dingen auf kultureller, interkultureller Seite zwischen denen, die helfen und denen, die zuwandern. Da haben die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir verlinken das auch mal. Und das lohnt sich. Das ist ein langer, langer, langer Riemen. Aber der wirft, glaube ich, ein sehr realistisches und facettenreiches Bild auf das, was super klappt und das, was eben überhaupt nicht klappt und das, was viel, viel mehr Zeit braucht als erwartet. Da will ich jetzt nicht so ewig drauf eingehen, aber das deckt sich mit vielem, was ich auch so gehört habe. Ja, und was wir auch vergessen haben noch bisher zu erwähnen, ist die Tatsache, dass es eben sehr häufig um Straftaten zwischen Zuwanderern geht, die wiederum ziemlich offensichtlich aus einer ganz bestimmten Lebenssituation heraus entstanden sind. Stichwort Streitereien, Schlägereien zum Beispiel in Erstaufnahmeeinrichtungen. Genau, das heißt also, wenn man Menschen in extrem stressbelasteten Situationen unterbringt, dann kommt es eben häufiger auch zu irgendwelchen Gewalttaten. Das ist zutiefst menschlich, ne?
man eben den ganzen Tag irgendwie auf wenigen Quadratmetern hängt und überhaupt keine Privatsphäre hat, dann ist es eben einfach extrem, extrem stressig, insbesondere wenn man das nicht gewöhnt ist. Man sollte auch noch darauf hinweisen, das hat de Maizière auch gesagt, also dass er schon auch rausgelesen hat aus dieser ganzen Statistik, dass viele Sachen eben zurückgehen, ja, weniger Wohnungseinbrüche, weniger Ladendiebstähle, weniger Betrugsdelikte, aber eben mehr Gewaltdelikte aller Art. Das ist zum Teil auf Zuwanderer zurückzuführen, aber eben nicht nur. Und er sagt schon, er beobachtet da so eine Verrohung der Gesellschaft, und Thomas Feld ist dieser Kriminologe, der sagte auch im DLF, ja, da gibt es schon so Tendenzen. Und er wurde dann auch gefragt, was kann man denn da machen? Und dann sagt er, naja, mehr Polizei ist natürlich das eine, aber ehrlich gesagt, erstens kostet das viel Geld und zweitens wollen die Leute natürlich auch nicht überall Polizei rumlaufen haben und denken dann auch, naja, hier ist viel Polizei, hier muss es Probleme geben, was auch zum, sag mal, zum subjektiven Unsicherheitsgefühl beitragen kann, sondern er, finde ich irgendwie so ganz schön, oder ein bisschen naiv vielleicht auch von so einem Forscher zu hören, er appellierte halt daran, mehr Miteinander, mehr Empathie, mehr Solidarität, mehr Kontakt unter den Menschen zu fördern. Das klingt irgendwie banal, ja, aber glaube ich schon. Er sagte so Vereinzelungen, keiner redet mehr mit irgendjemandem, keiner, weißt du, tauscht sich mehr aus, trifft sich nicht, fühlt sich nicht verantwortlich fürs Gemeinwesen etc. etc. Wenn das mehr der Fall wäre, dann würde auch die Sicherheit steigen. Finde ich, kann man mal so als Appell am Ende stehen lassen. Kommen wir zur Wahl in Frankreich. Wir haben da ja letztes Mal drüber gesprochen und es ist so ein bisschen gekommen, wie prognostiziert. Also Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind also im Finale am 7. Mai. Da kamen Hinweise, dass wir das falsch dargestellt hatten, dass es nicht zwangsläufig eine zweite Runde gibt. Ja, wenn einer der beiden mehr als 50% in der ersten Wahl bekommen hätte, dann hätte es keine zweite Runde gegeben. Aber das war sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen haben wir das so nicht erwähnt. Und nun gibt es also... Ist vor allem noch nie vorgekommen, ja, soweit ich weiß. Ein einziges Mal war es wohl 1958, glaube ich, hat Charles de Gaulle gewonnen, wenn ich es richtig weiß. Aber ich bin nicht ganz... So, und jetzt also am 7. Mai. Emmanuel Macron und Marine Le Pen im Finale, wie zu erwarten. Wie sieht es denn aus? Also kaum jemand glaube ich, dass Le Pen gewinnt, oder? Naja, das ist eben die ganz große Frage. Es hat ja irgendwie auch kaum jemand geglaubt, dass Donald Trump gewinnt. Also insofern möchte ich da so ein bisschen vorsichtig sein. Was die Prognosen angeht, auf jeden Fall ist es so, dass Emmanuel Macron eben den ersten Durchgang gewonnen hat und Marine Le Pen auf den zweiten Platz gelandet ist. Das muss man erstmal so festhalten, aber das sind aber trotzdem natürlich viele, viele Prozentpunkte an Kandidaten gegangen, die beim zweiten Durchgang jetzt nicht mehr dabei sind. Und die spannende Frage ist, wie werden sich Wählerinnen und Wähler jetzt orientieren, deren Lieblingskandidat einfach nicht mehr dabei ist. Und es gibt einfach eine ganze Reihe von Positionen im politischen Spektrum, die auch von Marine Le Pen abgedeckt werden. Also ganz zentraler Punkt, Skepsis oder gar Feindseligkeit gegenüber Europa. Emmanuel Macron hat eindeutig Wahlkampf gemacht mit mehr Europa und besseres Europa, um es mal so ein bisschen auf Schlagworte zu reduzieren. Und das heißt, er will Europa allenfalls reformieren, aber auf gar keinen Fall will er zum Beispiel, dass Frankreich aus der EU austritt. Und er will, soweit ich das mitbekommen habe, auch keine Kompetenzen der EU beschneiden, sondern im Gegenteil die Integration fortführen und allenfalls die Institutionen demokratischer gestalten. Und wenn natürlich, wie auch in Frankreich, viele Menschen, wenn man der Meinung ist, die EU ist quasi das Problem und nicht Teil der Lösung, dann ist Emmanuel Macron nur schwer wählbar. Gleiches gilt, wenn man der Meinung ist, Frankreich müsse sich mehr abgrenzen von Europa, aber generell auch von anderen Ländern, also zum Beispiel wieder Grenzkontrollen einführen, strikteres Migrationsrecht einführen. All das sind Dinge, für die Emmanuel Macron nicht steht. Das heißt also, wenn man sich abschotten will, dann bleibt im Grunde jetzt nur noch Marine Le Pen. Das heißt, es ist also durchaus nicht ausgeschlossen, dass viele Wählerinnen und Wähler sagen, okay, eigentlich bin ich jetzt nicht gerade für den Front National, aber Europa ist eine solche Katastrophe, dass ich jetzt über meinen Schatten springe und doch Le Pen wähle. Insbesondere gilt das für Wählerinnen und Wähler von Herrn Mélenchon, also den, ich sage jetzt mal, extrem linken Gegenkandidaten von Macron, der eben auch mit einer dezidierten Skepsis gegenüber Europa und auch gegenüber Deutschland Wahlkampf gemacht hat. Und da weiß man einfach nicht, ob, also der ist eben eigentlich sehr links und nicht rechts, ne? Aber man weiß jetzt einfach nicht, ob es da nicht unter seinen Wählerinnen und Wählern ein großes Potenzial auch von Protestwählern gibt, ne? Die jetzt vielleicht zu Le Pen überlaufen. Zumal Mélenchon noch keine eindeutige Wahlempfehlung gegeben hat.
Ja, und das auch wohl nicht tun wird. Obwohl auch nicht tun wird. Also er hat bisher nicht gesagt, so nach dem Motto, okay, ja, so wie das einige Grüne getan haben, auch im Europaparlament zu sagen, ja, Emmanuel Macron, das ist jetzt nicht der optimale Kandidat, da gibt es viel dran zu meckern, aber ganz ehrlich, jetzt können wir nicht sagen, enthaltet euch der Stimme oder so, sondern jetzt muss man sagen, wählt Macron. So, und dann kann man immer noch sehen, dass das irgendwie seine Politik korrigiert wird. Aber Mélenchon hat das noch nicht getan. Und einige haben in den Kommentaren auch angemerkt, ja, wie könnt ihr dem Mélenchon unterstellen, er wolle aus der EU? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er ist sehr EU-skeptisch und möchte sie vielleicht fundamental, sagen wir mal, reformieren. Aber doch gibt es, glaube ich, unter seinen Anhängern eine ganze Menge Leute, die extrem europaskeptisch sind, so wie das gerade der Fall ist. Und da könnten doch einige dazu tendieren, glaube ich, Le Pen zu wählen, zumal Mélenchon eben keine eindeutige Wahlempfehlung geben will. Und deswegen wird es spannend, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz muss man auch noch mal festhalten, wer halt hier einen richtigen Watschen gekriegt hat, sind die etablierten Parteien, die Republikaner und die Sozialisten, die eigentlich über Jahrzehnte das politische Geschehen in Frankreich bestimmt haben. Und die sind jetzt einfach mal, bam, ausgeschieden. Das muss man so sehen. Also es gab ja einen Kandidaten der quasi CDU-Schwesterpartei. Zurzeit heißt sie die Republikaner, das war François Fillon. Und der hat mal gerade 20% der Stimmen erreicht, was ja in Deutschland so als die Schwelle zur Volkspartei gilt. Und noch schlimmer hat es den PS getroffen, den Parti Socialiste, mit seinem Kandidaten Benoît Hamon, der geschlagene 6,36% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Und das ist für eine sozialdemokratische Partei natürlich ein absolut vernichtendes Ergebnis. Und es ist genauso, wie du sagst, Philipp, die etablierten Parteien haben einfach letztlich jede Bindungskraft verloren. Und für die PS bedeutet das jetzt die Demütigung, dass sie einen Abweichler, nämlich Emmanuel Macron, ihren Anhängern wohl zur Wahl empfehlen müssen. Das ist so ein bisschen so, als würde die SPD bei 6% landen und dann irgendwie in einer Stichwahl zur Wahl von Oscar Lafontaine aufrufen. Ja, das ist abgesehen mal von politischen Färbungen, Lafontaine ist ja eher linker als die SPD-Linie. Macron ist tendenziell eher Mitte-liberal, aber grundsätzlich ist es eben genau dieselbe Form von Demütigung, ja, dass also ein Parteiabweichler jetzt auch für den PS letztlich die einzige Chance ist, die Wahl von Marine Le Pen noch zu verhindern. Na, immerhin haben es die Franzosen auf die Reihe gekriegt, einen, sagen wir mal, neuen Kandidaten, der nicht aus dem Establishment so sehr kommt, da ins Rennen zu schicken und der sehr, sagen wir mal, liberal oder zumindest sehr demokratisch eingestellt ist und sind nicht alleine jetzt darauf angewiesen, irgendwelche Populisten wählen zu müssen. Und das finde ich einen ganz erfreulichen Trend. Also schauen wir mal. Sie sind nicht darauf angewiesen, aber es ist eben wirklich alles andere als klar. Und ich gerade nochmal zu der Frage, hat Marine Le Pen jetzt wirklich keine Chance? Ja. Ne? Es kann eben sehr gut sein, dass jetzt das Argument Radikale raus, wählt demokratisch funktioniert. Das ist aber eben nicht gesagt. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wer wie viele Departements gewonnen hat, also die französische Hauptverwaltungseinheiten, dann muss man sagen, von den 96 Departements auf dem französischen Mutterland, ja, es gibt dann ja noch Überseegebiete, hat Le Pen immerhin 47 gewonnen. Fast viele, ja, also Le Pen hat die höchste Zahl an Departements gewonnen. Macron als Zweitplatzierter hat 41 Departements gewonnen und François Fillon 5. Ja, das muss man sich überlegen. Die meisten Departements hat Marine Le Pen gewonnen. Also danach geht es jetzt nicht. Spielt im französischen Wahlsystem keine große Rolle. Aber wenn jetzt quasi in diesem Wahlgang Chefs für die Departements gewählt worden wären, dann hätte der Front National einen Sieg eingefahren. Das muss man sich schon überlegen. Also diese Messe ist noch nicht gesungen und die Bedrohung durch radikale Parteien, durch nationalistische Parteien, durch Parteien, die für Europaskepsis stehen und für die Abschottung und für die Rückkehr zum Nationalstaat, die Bedrohung durch solche Parteien ist in Europa nach wie vor präsent. Und es ist genau, wie du sagst, Philipp, die Tendenz Skepsis und Niedergang der großen Parteien, die wir auch in den Niederlanden zum Beispiel gesehen haben, setzt sich in Frankreich offensichtlich weiter fort. Wunderbar. Ich denke, das soll es erstmal zu Frankreich gewesen sein. Das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen, spätestens eben weil am 7. Mai die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen stattfindet. Wir kommen jetzt zu... Apropos ja. Wahlen, Philipp. Wahlen, ja. Apropos, wir sind, genau. Du hast auch eine Wahl analysiert in der vergangenen Woche. Du sagst, du bist quasi Mr. Sozialwahl inzwischen. Ja, also das war ja so ein Thema. Das kam ja auch in den Kommentaren und in den Tweets und in den Mails von euch hin und wieder mal. Was ist eigentlich diese Sozialwahl? Und ehrlich gesagt fragen sich das so viele. Mich haben auch aus dem Sender, aus dem Deutschlandradio, im Deutschlandfunk, Familie, überall gefragt, sag mal,
Was ist ich eigentlich? Ich frag dich das auch, Philipp. Du weißt es auch nicht. Ich weiß genau, es nämlich oder? Auch nicht. Ich weiß auch nicht so richtig. Nee, ich weiß auch nicht so richtig. Und es ist im Prinzip eigentlich nicht so kompliziert. Also man muss sich vorstellen, die Sozialwahl, heißt es immer so förmlich, ist sozusagen die Wahl der Selbstverwaltungsorgane, der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. Und damit sagen dann einmal so, ach so, ja, wie bitte? Was du bei der Sozialwahl wählst, also man muss dazu wissen, die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, das sind die gesetzliche Krankenkassen, also AOK, BARMER, Techniker und die Deutsche Rentenversicherung Bund. Im Wesentlichen gibt da noch so ein paar Unfallkassen und so, aber im Prinzip ist es das. Und diese Institutionen, das sind keine Firmen oder keine Behörden, ja, sondern die verwalten sich selber. Und selber verwalten heißt, ihre Mitglieder verwalten diese Institutionen. Und wer ist Mitglied? Mitglied sind die, die Beiträge zahlen. Wenn du also Mitglied Beiträge zahlst in die Rentenversicherung, die staatliche Rentenversicherung. Oder wenn du Beiträge zahlst für eine gesetzliche Krankenkasse, AOK, Techniker, you name it, dann bist du Mitglied in dieser Krankenkasse oder der Rentenversicherung und hast das Recht, das höchste Verwaltungsgremium in dieser Krankenkasse zu wählen. Die haben alle unterschiedliche Namen, ja, nennen sich dann irgendwie so, im Prinzip sind das Vertretervereinigungen, also sowas wie Aufsichtsrat und Mitgliederparlament kannst du es auch nennen. Das ist das höchste Organ der Rentenversicherung Bund oder der Krankenkassen und die werden gewählt. Einerseits von den Mitgliedern, die was zahlen, also du und ich vielleicht, aber eben auch von der anderen Seite, nämlich von den Arbeitgebern, die ja auch Anteile zahlen in die Krankenversicherung und in die Rentenversicherung. Und die wählen bei der Sozialwahl eben diese Vertreterversammlung. Und jetzt fragen sich natürlich. Moment, aber jetzt muss man natürlich ganz kurz reinhaken. Also Wahlen sind ja irgendwie kein Selbstzweck. Ne? Die entscheidende Frage ist doch immer, was tun denn eigentlich die Leute, die ich da wähle? Denn nur dann, wenn diese Leute irgendwas mitzubestimmen haben, nur dann hat ja meine Stimme auch irgendeine nennenswerte Bedeutung. Richtig, genau. Und da muss man sagen, diese höchsten Organe, die haben durchaus Macht. Also zum Beispiel bestimmt der Verwaltungsrat in den Krankenkassen den Chef von der jeweiligen Krankenkasse. Ich bin bei der Techniker, ich kann bei der Techniker wählen und der Techniker, der Aufsichtsrat, den ich da wähle, der bestimmt, wer ist Chef von der Krankenkasse, was verdient der? Dieser Verwaltungsrat, der bestimmt über den Haushalt. Der Verwaltungsrat sagt zum Beispiel auch, wie viel Geld für Reha-Maßnahmen ausgegeben werden soll oder die bestimmen auch die Beschwerdeausschüsse, das heißt, wenn ich eine Reha-Maßnahme oder eine Kur beantrage bei der Techniker, die wird mir verweigert, dann kann ich mich beschweren. Und dieser Aufsichtsrat, der da gewählt wird, der entscheidet halt, wer entscheidet über meine Beschwerde. Ob das nun gerechtfertigt ist, dass mir die Kur verweigert wurde oder nicht. Das sind so Sachen, wo man schon sagen muss, na, die haben schon was zu sagen. Da kommt aber bei der Rentenversicherung natürlich immer der Einwand, die Rentenversicherung hat ein Budget von 240 Milliarden Euro, was echt viel ist. Das meiste davon ist aber durch Gesetze vergeben. Also die Beitragssatz ist völlig klar und. Aber es gibt immerhin noch 1% von diesen 240 Milliarden, über den kann halt der Aufsichtsrat von dieser Rentenversicherung frei entscheiden. Das sind immer noch 2,4 Milliarden Euro, die da irgendwie halt innerhalb dieses Verwaltungsrats so verteilt werden können, zum Beispiel für Reha-Maßnahmen etc. So, deswegen muss man sagen, ist es nicht so, dass diese Gremien keine Macht hätten. Und Andrea Nahles, die Sozialministerin von der SPD, die sagte dann diese Woche auch auf die Frage, warum soll man jetzt diesen roten Brief, den da jetzt über 50 Millionen Leute in ihrem Briefkasten haben, warum soll man den abschicken, sagt sie. Ich finde, die einfachste Antwort darauf ist, weil es auf der Welt fast einmalig ist, dass die Beitragszahler bei einer Versicherung direkt mitbestimmen dürfen, dass sie Vertreterinnen und Vertreter wählen, die mit ihr darüber entscheiden, wofür ihre Gelder verwendet werden. So, das ist zumindest die Idee. Ja, wenn man sich jetzt aber die Praxis anguckt, dann wählt ja keiner. Hast du gewählt? Ich habe den Brief auf dem Schreibtisch liegen. Ich gedenke eigentlich auch zu wählen, ja. Aber da muss ich schon gestehen, da bin ich irgendwie zu eingefleischter Demokrat. Wenn ich wählen darf, dann tue ich es nochmal. Ja, das ist natürlich immer so dieses Meta-Argument, ne? 30% Pi mal Daumen ist so die Beteiligung. Und die Frage ist natürlich, warum machen da so wenig mit? Andrea Nahles sagt, naja, es geht halt nur per Brief. Bis zum 31. Mai müssen halt jetzt alle diese Briefe abschicken. Aber und sie sagt, online, wir müssten online wählen. Dadurch würde alles besser. Da kann man nur sagen, hey, ihr habt es in euren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass ihr diese Sozialwahl reformieren wollt, unter anderem eben auch Online-Wahl ermöglichen wollt, habt 4 Jahre Zeit gehabt, habt es nicht auf die Reihe gekriegt, aber hier Kurt Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, glaube ich, aus Duisburg, der sagt, ja, online gut und schön, aber ehrlich gesagt, selbst wenn man online wählen könnte, würde das nicht viel ändern. Und unter diesen Rahmenbedingungen
kriegen sie on wie offline bildungsbürgerliche Zeitreiche letztlich. Das ist nicht der Ausweg. Der Ausweg ist, die Mobilisierung zu steigern. Wer sich einbringen will, findet einen Weg. Und er muss von der Notwendigkeit überzeugt werden, nicht von dem technischen Instrument. So, also Zeitreiche heißt halt Bildungsbürger, die viel Zeit haben, um sich darum zu kümmern und zu wählen. Und jetzt muss man sagen, das liegt einfach, glaube ich, an dem Wahlmodus. Also das heißt, 51 oder über 51 Millionen Leute dürfen wählen. Realität ist aber, das sind zu ganz, ganz großer Zahl Mitglieder der Rentenversicherung. Für die kann jeder wählen. Da kann man sozusagen wirklich den Aufsichtsrat wählen. Bei den Krankenkassen sieht die Welt nämlich ganz anders aus. Es gibt ganze fünf Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversicherung, bei denen diese Wahl tatsächlich stattfindet, wo die Mitglieder tatsächlich wählen können. Das ist Barmer, Techniker, DAK, HKK und KKH. Bei dem ganzen Rest. Aber warum ist denn das so, Philipp? Warum darf man bei den Rentenversicherungen wählen, bei den Krankenkassen nur manchmal? Nur manchmal, weil es diese wirklich bizarre Einrichtung der Friedenswahl gibt. Weißt du, was eine Friedenswahl ist? Nee, erzähl mal. Das ist ja, es wird ja immer unübersichtlich. Pass auf. Ja. Also du kannst bei der Rentenversicherung kannst du deine Stimme abgeben, da wird der Aufsichtsrat gewählt und so. Ja, bei der Friedenswahl ist es so. Man muss dann zu wissen, für diese Wahl stellen sich halt Listen auf. Ja, du kannst halt zur Technikerkrankenkasse gehen, da gucken, da gibt es 5 Listen, eine von Verdi, eine von der IG Metall, eine von so einer freien Initiative, noch von der katholischen Arbeitnehmerinitiative und noch so eine freie Initiative. Die stellen sich davor, die sind alle kaum unterscheidbar. Die haben alle ähnliche Ziele. Ja, das wollte ich mal gerade sagen, ne? Das ist das Problem. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie auf der Landtagsebene oder auf der Bundesebene wähle, dann weiß ich ja im Groben, wen ich da wähle. Also zumindest die Spitzenkandidaten kenne ich. Ich wähle Parteien. Da habe ich eine grobe Idee, ob mir deren Programm irgendwie recht ist, ob das so grob ist, das, was ich mir vorstelle. Das heißt, da treffe ich, selbst wenn ich jetzt mich für das politische System in meinem Land jetzt nur so am Rande interessiere, treffe ich da eine leidlich informierte Entscheidung. Ja. Klar, da spielt immer noch Emotionen eine viel zu große Rolle, das wissen wir alle, aber da weiß ich doch irgendwie so ein Stück weit jedenfalls, was ich wähle. Aber bei dieser Sozialwahl, das ist auch mein großes Problem, habe ich immer das Gefühl, das ist doch irgendwie so ein Schuss ins Blinde, ja, genau. Oder? So ein Schuss ins Graue. Genau, also du kannst da, die stellen alle ihre, die Listen stellen sich da alle vor, bei den Krankenkassen, auch bei der Rentenversicherung, aber das, was die da in Stichpunkten skizzieren, das unterscheidet sich nicht groß voneinander und du kannst da nicht sagen, die sind gut und die sind schlecht. Kennen tust du die sowieso schon mal alle gar nicht. So, das ist sicherlich ein Problem. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum treten denn da nicht alle Leute an? Tatsache ist, jeder Versicherte, du, ich, jeder, kann so eine Liste gründen. Wenn du bei der Techniker versichert bist oder in die Rentenversicherung einzahlst, kannst du sagen, ich gründe so eine Liste, einer geht auch, aber zwei wären besser Mitglieder dieser Liste und ich trete da an. Die Hürden sind ziemlich groß, du brauchst eine Menge Unterschriften und so und deswegen sind diese Listen in der Regel Gewerkschafter, weil die viel Zeit haben, weil die wissen, wie man sich organisiert und so und die Arbeitgeber haben das auch für sich ausgekungelt, deswegen ist so diese Auswahl bei der Wahl schon mal nicht so geil. Tatsache ist aber, dass es eben ganz viel bei den allermeisten Krankenkassen überhaupt nicht zu so einer Wahl kommt, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer sagen, wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, AOK Rheinland-Hamburg hat im Aufsichtsrat 30 Plätze. Und Arbeitnehmer und Arbeitgeber sagen, ach, ihr habt 15 Kandidaten, du hast 15 Kandidaten, das passt doch. Da machen wir eine Liste, das sind genau 30 Kandidaten und wir einigen uns darauf, nicht abstimmen zu lassen. Das geht, kann man machen. Das nennt sich Friedenswahl. Und deswegen wird bei diesen allermeisten Krankenkassen nicht abgestimmt. Da wird einfach gesagt, ach, ihr habt 15 Kandidaten, wir haben 15 Kandidaten, passt, dann besetzen wir diesen Rat, den Aufsichtsrat und pump. So, auf diese Weise werden 90% der Posten vergeben, die bei dieser Sozialwahl eigentlich vergeben werden sollen. 90%. Und deswegen interessiert das die meisten Leute, glaube ich, auch nicht. Weil einfach. Ja, kann man sich vorstellen, ne? Ja, wenn selbst die verschiedenen Listen das jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen, ne? Oder noch nicht mal genügend Listen zustande kommen, dann. So, ne? Und Kai Wittiger von der CDU, der sagt nämlich dann auch, es ist ein CDU-Abgeordneter, der sich sehr um die Sozialwahl gekümmert hat, der sagt: Meine Kritik an den Sozialwahlen ist, dass sie eigentlich undemokratisch sind. Über 90% der Positionen in der Selbstverwaltung werden nicht durch freie Wahlen bestimmt, sondern durch sogenannte Friedenswahlen. Also sie werden bestimmt von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ohne dass es einen Wahlvorgang gibt.
So, und ich glaube, das ist das zentral, eins der zentralen Probleme. Du hast die Auswahl, die du hast beim Wählen, ist irgendwie überschaubar. Und in den, die allermeisten Posten werden einfach nicht vergeben, sondern 90% werden ausgekungelt zwischen Arbeitgebern und den Gewerkschaften. So, und da finde ich, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, warum soll ich denn da wählen? So, ich finde. Ich meine, das ist halt einfach eine Entwertung einer solchen Wahl, ne? Wenn man theoretisch eine Wahl vorsieht, in der Praxis dann aber gekungelt wird, das geht natürlich. Es ist im Grunde so eine Art schmutziger Deal. Also ich glaube, da wiederum fühlt man sich dann als Wählerin oder als Wähler auch nicht ernst genommen, ne? Wenn man theoretisch so eine Möglichkeit eröffnet bekommt, aber in der Praxis dann irgendwie doch wieder nicht. Also ich glaube, da muss man sich überlegen, welche Form von Mitbestimmung ist denn wirklich wichtig? Und dann das so ausgestalten, dass auch tatsächlich sowas wie Mitbestimmung stattfinden kann und eine Wahlentscheidung oder eine Auswahlentscheidung getroffen werden kann. Absolut. Und ich finde, das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Kai Wittecker von der CDU sagt, ja, es stand im Koalitionsvertrag, aber ehrlich gesagt, wir haben es versucht, das zu reformieren, diese Friedenswahl abzuschaffen und wirklich immer Wahlen anzuberaumen. Und er sagt, es ist gescheitert an den Lobbyisten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, also vom BDI zum Beispiel, Bundesverband der Deutschen Industrie und DGB etc. Er meint einfach. Also gut, ja. Okay, das finde ich immer, also dieses Argument hört man ja ständig im politischen Betrieb. Ist an den Lobbyisten gescheitert? Da muss man natürlich ehrlich sagen, das ist natürlich ein Scheinargument. Die Lobbyisten sitzen nun mal nicht im Parlament. Ne? Also wenn die Große Koalition einen gewissen Mut aufgebracht hätte, hätte man natürlich ein Reformgesetz auf den Weg bringen können. Denn wenn irgendwie alle dagegen sind, dann könnte es ja zum Beispiel sein, dass letztlich die Allgemeinheit gewinnt, ne? Weil halt irgendwelche Lobbyverbände ja eben typischerweise gerade nicht die Allgemeinheit vertreten, sondern Spezialinteressen. Also wie gesagt, das Argument finde ich nicht so besonders überzeugend, aber es ist halt einfach so, dass man offensichtlich sein politisches Kapital lieber an anderer Stelle einsetzt. Ja, aber ich glaube, in dem Bereich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Industrie, da ist das sind nochmal spezielle Lobbyverbindungen. Ich glaube, es sitzen so viele Gewerkschafter im Deutschen Bundestag und so viele auch Unternehmensvertreter in Deutschen Bundestag, dass es da, glaube ich, nicht nur so ist, draußen sitzen die Lobbyisten und im Bundestag sitzen die Parlamentarier. Ich glaube, die Verflechtungen auf dieser Ebene, bei dieser Interessensgruppen, die sind doch überdurchschnittlich hoch. Und das hat Also Unternehmer sitzen noch nicht im Bundestag, ne? Also natürlich, insbesondere in der SPD, gibt es natürlich sehr viele Menschen mit einem Gewerkschaftshintergrund, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber in der Unionsfraktion, wenn man sich das mal anguckt, sitzen nun wahrlich nicht viele Unternehmer. Da sind es, glaube ich, eher, wenn man an den BDI denkt, sind es, glaube ich, eher wirtschaftliche Interessen, Stichwort Parteispenden. Vielleicht. Na, also drin sitzen tun die nicht. Das ist einfach bei beiden Parteien in der GroKo strukturell sehr unterschiedlich. Okay, also ich denke, das war Sozialwahl. Ich finde, man kann, alle sagen immer, wenn eine Wahl ist, dann wählt. Aber ich finde, hier muss sehr viel reformiert werden, damit das Sinn macht und damit sich diese Selbstverwaltung von Krankenkassen, gesetzlicher Krankenversicherung und Rentenversicherung nicht irgendwann völlig ad absurdum führt und einfach völlig überflüssig ist und eigentlich abgeschafft werden muss, weil es einfach nur noch eine Verarsche ist. Ja, das ist nämlich der Punkt, nicht? Ich finde, das ist auch ein Gebot letztlich des Respekts vor dem demokratischen Wahlakt und auch vor den Wählerinnen und Wählern, ne? Wenn ich sie schon wählen lasse, dann muss es auch irgendeine Bedeutung haben, ne? Make it count. Ja. Ja, das wäre da so mal mein Slogan. Genau. Sehr schön. So viel zum Thema Sozialwahl. Wunderbar. AfD-Bundesparteitag haben wir letzte Woche besprochen und ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir da ein bisschen falsch gelegen. Ja, wir hatten nämlich gedacht, Frauke Petri hätte sich strategisch verhalten, aber ich glaube, das wird man so nicht halten können, nicht, Philipp? Nee. Also ich glaube, wir hatten ja so gesagt, sie hätte einen guten Move gemacht, indem sie da nicht als Spitzenkandidatin antreten will und so. Und dann könnte sie dann hinterher schön als Fraktionschefin im Bundestag dann reüssieren. Da lagen wir, glaube ich, mit unserer Analyse ziemlich falsch. Frauke Petri ist nach diesem Parteitag ziemlich abserviert und kaltgestellt. Die hat einen Antrag gestellt, um sozusagen eine Richtungsentscheidung in der AfD herbeizuführen zu einer, wie sie das irgendwie formulierte, sagen wir mal, wie hat sie das genannt, zur ich habe den als Namen nicht parat, aber sie wollte das sozusagen zu einer konstruktiven, konservativen, aber doch, sagen wir mal, eher so Mitte-Rechts-konservativen Oppositionspartei machen. Dieser Antrag, der wurde nicht mal zur Abstimmung angenommen und sie wurde sehr abserviert und kaltgestellt auf diesem Bundesparteitag und alle haben sich am Ende gefragt, sie ist noch Vorsitzende der Partei, wieso eigentlich? Nach so einer Blamage und nach so einer Niederlage, einer Reihe von Niederlagen auf diesem Parteitag, müsste man eigentlich zurücktreten. Also, dass Frauke Petri
da jetzt noch Fraktionsvorsitzende wird und dass es ein toller Move war, von ihr zu sagen, du Spitzenkandidatin, Spitzenkandidatenteam, das macht ihr mal schön unter euch aus mit Alexander Gauland und Konsorten. Das hat sich hinterher, glaube ich, als Riesenfehler herausgestellt, beziehungsweise ist sie damit voll gegen die Wand gefahren. Und also jedenfalls sieht es erstmal so aus. Ja, ne? Das Stand ist, jetzt. Stand jetzt. Und es ist auch auf dem Bundesparteitag ja einigermaßen demütigend gelaufen. Sie musste sich dann noch von Alexander Gauland einen Handkuss geben lassen, auch so eine absolut skurrile Szene. Momentan sieht es wirklich so aus, als wenn in der AfD einfach dieser ich sag mal, bürgerlich-rechte Flügel kaltgestellt worden wäre und sich der nationalistisch bis rechtsradikale Flügel durchgesetzt hätte. Ne? Und auch der Flügel vielleicht von Höcke und seinen Kumpels. Dazu muss man auf der anderen Seite aber sagen, dass wir da auch ein spannendes Hörerfeedback dazu hatten und das muss ich jetzt mit Vorsicht präsentieren, einfach weil ich das nicht prüfen kann. Aber da hat jedenfalls jemand uns geschrieben, steht im Blog, die Spatzen pfeifen von den Dächern, heißt es da so schön, dass der Petri-Flügel nach dem Einzug in den Bundestag eine Abspaltung von der Fraktion plant. Also das wäre dann quasi so ein großer Trick, ja, so eine Art Trick-Wahlbetrug. Man geht in den Wahlkampf mit einem extrem rechten Programm. Ja, und lässt sich dann in den Bundestag wählen und wenn man das Mandat einmal errungen hat, spaltet sich der Petri-Flügel ab und dann gibt es quasi eine Hardcore-AfD und eine AfD-Light im Bundestag. Das jedenfalls vertritt dieser Hörer, was immer er meint mit die Spatzen pfeifen von den Dächern. Also vielleicht ist das in AfD-Kreisen bekannt. Ich hatte das so noch nicht gehört, aber ich finde das jedenfalls einen Artikel interessanten Gedanken. Ja, Korrektiv hat dazu auch einen Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob der in die Richtung ging, aber das hatte ich irgendwie auch so, hatte ich glaube ich in der letzten Folge verlinkt. Kann man auch noch mal darauf hinweisen. Aber ist das nicht, wäre das nicht so ein Move, wie die auch in Baden-Württemberg gemacht haben? Gut, da war es aber, glaube ich, keine Show, sondern da ist es ja so gewesen, dass sich die Fraktion wirklich gespalten hat, nämlich an der Frage, wie man sich abgrenzen soll von einem Mitglied der Fraktion, der eben eindeutig sich antisemitisch geäußert hatte. Ne? Aber technisch wäre es doch ähnlich, oder? Eine Fraktion, eine Partei wird in den Bundestag gewählt, bildet eine Fraktion, hat die ganzen Fraktionsrechte mit Gesetz einbringen etc., kriegt auch Geld und dann spalten sich aber irgendwie so viele Leute ab, dass sie zahlenmäßig das Recht haben, eine neue Fraktion zu gründen. Und dann war man. Genau, das wäre technisch dasselbe. Ja. Okay, aber da war man in Stuttgart zumindest irgendwie in so einem Graubereich, wo unklar war, geht das nicht. Aber genau, das ist so ein Plan. Aber das wollte ich nur nochmal klarstellen. Also die AfD hat da jetzt so ein Führungsteam gebildet. Namen habe ich jetzt nicht parat. Alexander Gauland und die andere Frau gilt so als Wirtschaftsexpertin. Ich glaube, die wohnt nicht mal in Deutschland. Hat irgendjemand getwittert. Frau, wie heißt sie, Deal oder so? Hat auch eine Alternative für Deutschland gefunden, nämlich sie wohnt in der Schweiz. Ah, okay. genau. Ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was die da jetzt noch so bringen. So, aber das wollten wir nur mal klargestellt haben. Hast du noch was zur AfD? Also interessant ist ja vor allem, dass es jedenfalls friedlich geblieben ist. Ne? Es gab ja ein enormes Polizeiaufgebot in Köln rund um den Verhandlungsort, aber Ausschreitungen hat es nicht gegeben. Oder hast du was mitbekommen davon, Philipp? Nicht so. Also es war wohl ein ziemlicher Spießrutenlauf für die Leute. Das glaube ich schon, aber von großen Krawallen und Ausschreitungen habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Eine Sache vielleicht noch, das habe ich heute Morgen nur am Rande gehört, nicht selber gesehen, aber Zapp, dieses Medienmagazin, soll einen Beitrag gemacht haben über Wahlplakate der AfD, wo Martin Schulz offensichtlich so gefotoshoppt wurde für ein Wahlplakat der AfD, dass er so leicht, sagen wir mal, Gesichtszüge bekommen hat, die an, sagen wir mal, Judendarstellungen im Dritten Reich erinnern. So mit Haken? Ja, so ein bisschen. Ne? Das ist so dieses semitische Klischee. Ja, so ein bisschen große Nase, die Augen ein bisschen enger zusammen und so. Das habe ich jetzt selber nicht gesehen. Vielleicht nur noch mal hier wirklich ein Hinweis. Ich kann das auch noch mal raussuchen und verlinken. Aber das fände ich doch auch ein ziemlich, das ist so ein bisschen untergegangen und so. Aber das finde ich, ist eine Sache. Das wäre ein Krach. Also wo du denkst, so kann man nicht machen. Wunderbar. Ich denke, kommen wir zum nächsten Thema. Können wir gerne machen. Und zwar auch nochmal so im Sinne von Fortschreibung eines Skandals. Das Umweltbundesamt hat Dieselautos untersucht. 25 Diesel-Pkw der zeitgemäßen modernsten Abgasnorm Euro 6 und 27 der Euro 5. Und festgestellt, Überraschung, diese ganzen Diesel-Pkw überschreiten die Grenzwerte von Stickoxiden um ein Vielfaches. Und zwar im Schnitt
Die neuesten, also die, die jetzt verkauft werden, überschreiten den aktuellen Grenzwert von 80 Milligramm Stickoxid pro Kilometer um das im Schnitt Sechsfache, also im Schnitt 500, krass, gut 500 Milligramm Stickoxid pro Kilometer statt erlaubte 80. Und die etwas älteren Euro 5 Fahrzeuge kommen im Schnitt auf 900 Milligramm Stickoxid je Kilometer, was den Grenzwert um das, muss ich mal kurz überlegen, fünffache überschreiten. Ja, 900 wäre es fast zehnfache eigentlich, ne? Obwohl, da weiß ich nicht genau, ich habe mir aufgeschrieben, der fünffache Grenzwert, ich glaube, für Euro 5 ist der Grenzwert nicht 80, sondern ein bisschen höher. Das heißt, fünffache Grenzwertüberschreitung bei Euro 5. Also, das bestätigt alle Untersuchungen, die wir auch bisher von der Deutschen Umwelthilfe etc. gesehen haben, diese Autos funktionieren, halten ihre Grenzwerte nur ein im Sommer. Wenn es wirklich, wirklich warm ist, dann kommen sie in die Nähe dieser Grenzwerte. Im Frühjahr, im Herbst und im Winter stoßen diese Dieselfahrzeuge wesentlich mehr Stickoxid, giftige Stickoxide aus, als erlaubt ist. Das ist nichts Neues. Barbara Hendricks, Umweltministerin, sagt auch, das darf so wenig weitergehen und so weiter. Und Umweltverbände fordern Verkaufsverbot für diese Dieselfahrzeuge, bis sie das nicht einhalten, bis diese Autokonzerne das nicht umgerüstet haben. Und die Chefin des Umweltbundesamtes sagt, Diesel-Pkw sind die Hauptursache für die hohen Stickoxidbelastungen in deutschen Städten. Und da fragt man sich natürlich, was macht denn die Bundesregierung? Ja. Ja, also die Bundesregierung, jedenfalls in Form der Union, kritisiert im Deutschlandfunk die Messverfahren. Ne? Das finde ich ganz interessant. Ich habe da ein Interview gehört mit einem Unionsabgeordneten, der sagte, das ist auch total unfair. Das Umweltbundesamt ist überhaupt nicht zuständig für solche Messungen. Wir sollten das Kraftfahrtbundesamt messen lassen und eben bitte nicht auf der Straße unter Realbedingungen, sondern unter den bisher gültigen quasi synthetischen Testbedingungen im Labor bei angenehmen, kuscheligen, sommerlichen Temperaturen. Ja. Ne? Das war also seine Verteidigungslinie. Mit anderen Worten, das Problem ist nicht etwa, dass die Autos so schmutzig sind, sondern dass man es rausgefunden hat. Das war nicht eine wirklich sehr interessante Reaktion. Vielleicht finden wir das Interview noch. Ich habe das irgendwie so im Halbschlaf morgens gehört, in den Informationen am Morgen. Das war jedenfalls sehr interessant. Also klar, man kann natürlich jetzt argumentieren, das Problem sein, dass es irgendwie neue Normen gibt und die Autohersteller sich erstmal anpassen müssen. Aber letztlich verschiebt das aus meiner Sicht jedenfalls ja nur die Verantwortung. Man kann natürlich sich immer die Frage stellen, wie relevant sind tatsächlich diese Grenzwerte? Ne? Also markieren die Grenzwerte tatsächlich den Bereich, ab dem es dann gefährlich wird, oder sind diese Grenzwerte möglicherweise zu streng? Aber wenn es schon mal Grenzwerte gibt, dann denke ich, dann sollte man die auch ernst nehmen, sonst macht man sich ja total lächerlich. Genau, jetzt muss man sagen, also die meisten dieser Überschreitungen sind nicht offensichtlich illegal, sondern es gibt halt dieses Schlupfloch, wonach die Autohersteller zum Motorschutz ja diese Abgasregulierung, sprich Abgassäuberung, abschalten dürfen. Und da sagen halt viele Autohersteller, ja, der Motorschutz, also unter 17 Grad einige, da, wenn wir da die Abgasregulierung einschalten, da geht der Motor kaputt. Und deswegen schalten wir sie ab 17 Grad ab. Und so kommen halt dieser enorme Stickoxidausstoß zustande. Und da gibt es natürlich jede Menge Lücken zu stopfen und jede Menge Gesetzeslücken und so. Und die EU-Kommission, auch nach dem VW-Skandal und diesen ganzen Messungen, die hat jetzt einen Plan, schon länger, ein paar Wochen alt, ein paar Monate alt, glaube ich sogar schon, einen Plan geschafft. Die wollen halt, dass die nationalen Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel das Deutsche Kraftfahrtbundesamt, stärker von der EU kontrolliert wird, um halt irgendwie zu verhindern, dass die ihre nationalen Autoindustrien so ein bisschen peppeln und da zwei Augen zudrücken. Ja, sie wollen, dass auch Brüssel eigene Abgastests machen kann an verkauften Autos auf der Straße. Ja, sie wollen, dass zum Beispiel so Prüfstellen wie der TÜV, ja, nicht mehr von den Autoherstellern bezahlt werden, was natürlich eine Abhängigkeit herstellt, eine strukturelle, sondern durch ein Gebührensystem oder direkt vom Staat, um einfach auch diese Prüfinstitute unabhängiger zu machen. Und Brüssel will auch, dass bei Verstößen gegen diese Abgasgrenzwerte eben Strafen verhängt werden können von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug. Ja, sie wollen auch Autos vom Markt nehmen dürfen. Ja, und all das blockiert die Bundesregierung. Die verschleppt das, die nimmt da keinen Kommentar zu, wobei das was zur Folge hat, dass das Verfahren nicht weitergehen kann. Und Matthias Wissmann vom VDA, also diesem Verband der deutschen Automobilindustrie, der sagt, nein, die Bundesregierung habe die Pflicht, übermäßige Bürokratie und europäischen Zentralismus zu verhindern.
Da fällt mir nicht mehr wahnsinnig viel ein, muss ich ehrlich sagen, sondern das stinkt einfach zum Himmel. Ich glaube, das Verkehrsministerium unter Dobrindt will einfach die deutsche Autoindustrie nicht zur Verantwortung nehmen und schützen. Viel mehr fällt mir da eigentlich nicht zu. Ja. Dazu ist natürlich interessant zu wissen, wer denn eigentlich Matthias Wissmann ist. Matthias Wissmann ist nämlich nicht etwa irgendwer, sondern er ist ein ehemaliger CDU-Politiker. Er war nämlich 1993, sagt die Wikipedia, Bundesminister für Forschung und Technologie und 1993 bis 1998 Bundesverkehrsminister und ist dann hinterher als Lobbyist in die Automobilindustrie gewechselt. Und der, soweit ich weiß, hat er auch noch eine Rolle irgendwo als Rechtsanwalt in einer Berliner Kanzlei. Ja. So viel vielleicht nochmal zu diesem ganz klassischen Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft. Das gibt es natürlich nicht nur bei der CDU, aber in diesem Fall ist es eben ein Beispiel für einen CDU-Politiker, der sich jetzt, oder einen ehemaligen CDU-Politiker, der sich jetzt als Lobbyist verdingt. Und wenn man sich das mal anguckt, ne, dieser Verband der Automobilindustrie, der hat ja in Berlin einen ganzen Häuserblock besetzt. Ne? Ist direkt neben der Humboldt-Uni, fahre ich regelmäßig vorbei, so ein riesengroßes Gebäude in Berlin. Das heißt also, an Geld mangelt es da ganz offensichtlich nicht. Und da wissen wir, wie das sich eben dann auch spielt im politischen Prozess. Nicht? Da werden dann eben die Interessen der Automobilindustrie ziemlich deutlich wahrgenommen, in diesem Fall jedenfalls gegen die Interessen der Allgemeinheit. Denn ich denke, wir alle wollen am liebsten halbwegs saubere Luft einatmen. Ja, und das finde ich schon wirklich einen ziemlich skandalösen Vorgang. Man muss auch sagen, der Deutsche Städtetag hat sich jetzt auch mit diesem Problem beschäftigt, weil natürlich in den deutschen Städten einfach die Stickoxidbelastung regelmäßig zu hoch ist und wahrscheinlich könnte sein, dass Gerichte demnächst anordnen, ihr müsst Autos aus euren Innenstädten aussperren, weil die einfach bestimmte Regeln nicht einhalten und dann rufen viele nach so einer blauen Plakette, mit der Autos gekennzeichnet werden dürfen, die eben in die Städte rein dürfen oder eben nicht in die Städte rein dürfen. Das Problem ist, dass du diese Plakette natürlich nur nach diesen geltenden Abgasnormen vergeben kannst. Also sagen kannst, Euronorm 3 und 4 dürfen nicht rein, 5 und 6 ist okay. Aber wir haben es gehört, selbst wenn du auf einen Euro 6 Diesel, der jetzt verkauft wird, die blaue Plakette draufklebst, meinetwegen, weil sie in die Innenstädte dürfen, hast du das Problem nicht im Griff, weil auch diese neuen Autos diese Grenzwerte ab bestimmten Temperaturen ums Vielfache überschreiten. Deswegen ist diese blaue Plakette, hilft nichts. Das bringt nichts, sondern du musst diese Autos nachrüsten, du musst sie vom Markt nehmen, die müssen so eingestellt werden, dass sie immer diese Abgasreinigung drin haben, damit immer diese Grenzwerte eingehalten werden. Punkt. Das sollte ja auch möglich sein. Ne? Und gerade die Kritik an einer europäischen Regelung verstehe ich da nicht so ganz, denn wenn jetzt nur deutsche Autohersteller diese strengen Regeln einhalten müssten, dann könnte ich ja verstehen, dass sie sagen, das ist ja unfair, wenn jetzt, keine Ahnung, Renault oder Fiat sich an diese Grenzwerte nicht halten müssen. Ne? Gerade eine europäische Regelung, die dann auch europaweit einheitlich und streng kontrolliert wird, führt ja dazu, dass es dieses berühmte Level Playing Field gibt. Ne? Also das quasi ebene Spielfeld, auf dem für alle die gleichen Bedingungen gelten. Insofern sich dagegen eine europäische Harmonisierung zu wenden, wäre im Zweifel ein Eigentor. Ne? Wenn nur das UBA zum Beispiel, das Umweltbundesamt, streng kontrolliert, aber Hersteller in anderen europäischen Staaten möglicherweise nicht entsprechend streng kontrolliert wird. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gefällt zum Videostreaming. Kannst du dazu was sagen? Ja, ganz interessant, insbesondere deswegen, weil es in der Presse schon wieder so ein bisschen irritierend dargestellt wurde. Selbst die Süddeutsche Zeitung hat da eine sehr reißerische Überschrift geschrieben von einem Autor, der mir auch schon ein paar Mal aufgefallen ist, weil er irgendwie nicht so ganz sauber recherchiert hat, leider. Egal, wollen wir jetzt nicht namentlich nennen, wollen wir nicht einen Autor bashen. Das Entscheidende ist, dass der EuGH eine Entscheidung getroffen hat zum Thema Streaming im Netz. Also auf Deutsch, man schaut einen Film auf irgendeiner Internetseite. Ja, in der Regel ist es wohl eine illegale Internetseite, weil die Betreiber dieser Seiten normalerweise nicht das Recht haben, das Werk zu vervielfältigen und zum Download oder zum Streaming anzubieten. Und die Frage war aber, ob das auch für denjenigen illegal ist, der sich einen solchen Film im Internet anschaut, beziehungsweise, und das war der Fall, um den es konkret vor dem EuGH ging, ob es illegal ist, quasi eine kleine Box zu betreiben, über die man Streaming abrufen kann von solchen jedenfalls teilweise illegalen Streaming-Seiten. Das Argument war immer, dass im europäischen Recht es eine Ausnahme gibt vom Urheberrecht, also quasi ein Fall, wo Vervielfältigungshandlungen ausnahmsweise erlaubt sind, die eigentlich mal gedacht war für Caching, ja, also für Zwischenspeichern, das ausschließlich technisch bedingt ist.
damit die Daten schneller übertragen werden können. Und das heißt da so schön, Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen. Ja, die sind im Prinzip zulässig unter noch so ein paar weiteren Bedingungen. Und da hat man immer gesagt, naja, wenn man Streaming betreibt, dann lädt man den Film ja gerade nicht auf die Festplatte runter, sondern man schaut ihn sich an, der ist dann nur flüchtig im Arbeitsspeicher. Und deswegen kann sich das Streaming quasi auf diese Caching Ausnahme berufen. Und da hat der EuGH dieser doch etwas augenzwinkernden Rechtsanwendung jetzt eine Absage erteilt und gesagt, das ist ja eben gerade kein Fall des Streaming. Ja, wie gesagt, im Tatbestand dieser Ausnahmenorm steht auch nichts von Streaming, aber und der EuGH argumentiert letztlich auf dieser Wertungsebene und sagt, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit einem Caching. Streaming ist eben gerade das Nutzen eines Films, ohne das Entgelt dafür zu entrichten. Und deswegen ist das auch nach europäischem Recht eine Vervielfältigungshandlung. Also wer streamt, kann sich nicht auf die Caching-Ausnahme berufen. Und insofern ist es eine Rechtsverletzung, wenn man Streaming betreibt, auch aus der Sicht des Streaming anschaut. Und was heißt jetzt das für Leute, die jetzt, also man muss ja sagen, Videos im Netz zu veröffentlichen, hochzuladen, ist unzweifelhaft rechtswidrig. Ja? Also wenn du im Torrent, auch wenn du so über Torrent was lädst, ja, dann lädst du es runter, aber die Technik impliziert einfach, dass du gleichzeitig auch Teile davon wieder veröffentlichst und das lässt sich auch rausfinden. Also das ist schwierig und veröffentlichen, hochladen von urheberrechtlich geschütztem Material ins Internet ist zweifelsfrei rechtswidrig, aber dieses nur anschauen über Seiten wie Kinox.to etc., das war eben bisher so mindestens eine Grauzone oder auch eben eher nicht illegal. Jetzt ist es illegal. Was heißt denn das für Leute, die jetzt Kinox.to-Filme gucken? Ja, das ist nämlich genau der Punkt, wo auch die Süddeutsche daneben lag. Die Süddeutsche schreibt nämlich so reißerisch, warum Streaming-Fans jetzt aufpassen müssen. Das impliziert ja, dass man jetzt für Streaming abgemahnt werden könnte. Und rechtlich mag das so sein, aber auch rechtlich ist Streaming auf gar keinen Fall so gravierend wie File-Sharing, eben weil man selber ja nicht hochlädt. Das heißt, selbst wenn man eine rechtswidrige Vervielfältigung selber für sich herstellt, dann ermöglicht man es eben niemand anderem. Man bietet die Datei nicht zum Download an. Das heißt also, da sind auf jeden Fall schon mal die Kosten selbst dann niedriger oder die Schadenersatzbeträge, wenn man tatsächlich mal erwischt werden sollte. Der Hauptpunkt ist aber, dass man beim Streaming aus technischen Gründen in aller Regel nicht ertappt werden wird. Ne, beim Download, beim File-Sharing ist es eben zum Beispiel beim Torrents oder bei eDonkey oder wie diese ganzen Verfahren alle heißen, da ist es relativ einfach zu ermitteln, wer sowas hochlädt, ganz einfach, weil man das in entsprechend modifizierten File-Sharing-Clients schlicht sehen kann. Ja, von welcher IP-Adresse wird da was hochgeladen? Beim Streaming ist es aber so, dass man ja selber gerade gar nichts hochlädt. Das heißt, das Streaming ist im Grunde eine Einbahnstraße. Da wird eine Verbindung ausschließlich hergestellt zwischen dem Webserver des Streaming-Anbieters, der klar illegal handelt, und demjenigen, der die Dinge downloadet, herunterlädt. Und normalerweise erfährt einfach niemand zwischendurch, wer auf der Nutzerseite da unterwegs ist. Diese IP-Adresse lässt sich nicht so einfach rausfinden, es sei denn, man tut Dinge, die seinerseits illegal sind, indem man zum Beispiel so einen Streaming-Server hackt und dann trackt, wer da was runterlädt. Das wäre natürlich technisch denkbar, das wäre aber wiederum illegal. Das heißt also, das wird niemand tun, kein Rechteinhaber wird einen Streaming-Server hacken, um dann Leute anzuzeigen oder abzumahnen, die dort Dinge von diesem Server gestreamt haben. Also zwei Sachen. Das eine ist doch, wenn ich ein Kunde bei der Telekom oder irgendeinem anderen Provider bin und Kinox.to aufrufe, dann sieht doch mein Provider, dass ich Kinox.to aufrufe und von dort streame, oder? Das sieht natürlich dein Provider und das sehen auch alle Router unterwegs, aber die dürfen das nicht mitprotokollieren und zur Anzeige bringen, jedenfalls nach gegenwärtigem Recht. Okay. Das zweite ist, diese Betreiber, die offensichtlich illegal handeln, wie Kinox.to und andere, die halt diesen Stream anbieten, die sehen natürlich meine IP, wenn ich dort einen Film abrufe, denn sie sehen, wohin sie ihr Video liefern müssen. Speichern die diese IPs? Das hängt natürlich vom einzelnen Anbieter ab. Theoretisch könnten die das natürlich mitloggen. Haben aber kein großes Interesse daran eigentlich, ne, oder? Haben natürlich 0,0 Interesse. Haben 0,0 Interesse daran, diese IP-Adressen dann an die Rechteinhaber weiterzugeben. Es gibt halt zwei Ausnahmen von diesem Grundsatz. Ne? Natürlich könnte man sich zum einen vorstellen, dass ein Rechteinhaber, also keine Ahnung, Universal Pictures oder so eine Art Honeypot aufsetzt. Ne? Sie könnten also einfach sagen, wir setzen jetzt mal eine Seite auf, die wie eine File-Sharing oder wie eine Streaming-Seite aussieht und schauen mal, wer da sowas runterlädt, und die Leute mahnen wir dann alle ab.
Könnte man theoretisch drüber nachdenken, aber dann wäre es ja so, dass dieser Rechteinhaber eben diesen Streaming-Server selber betreibt und damit implizit auch die Genehmigung erteilt. Das heißt also, das wäre dann kein illegales Streaming. Das heißt also, dann könnte man die Leute so ohne weiteres nicht abmahnen. Das Einzige, was mir noch einfällt, wo es tatsächlich dazu kommen könnte, dass die dass Streaming-Kunden ein Problem bekommen, ist, wenn ein Streaming-Anbieter sich nicht wie sonst über Werbung finanziert, sondern über ein ganz dubioses Geschäftsmodell, indem er einfach tatsächlich mitprotokolliert und dann die Daten hinterher verkauft an die Rechteinhaber. Das ist natürlich theoretisch denkbar, dass sich jetzt quasi eine besonders düstere Streaming-Branche etabliert, die nicht nur mit der Werbung verdient, sondern auch noch damit die eigenen Kunden hinterher in die Pfanne zu hauen. Also das könnte man natürlich sich vorstellen. Bislang hat es das nicht gegeben, weil auch noch niemand so richtig versucht hat, Streaming abzumahnen. Ne? Ausnahme war dieser Fall RedTube, aber da war es wohl so, dass es letztlich völlig fake war. Das heißt also, die dort abgemahnten IP-Adressen waren überhaupt nicht auf eine nachvollziehbare Weise ermittelt worden. Das heißt, bislang gibt es eigentlich keinen Fall, wo Streaming Folgen hatte. Jedenfalls kenne ich keinen Fall, wo Streaming Folgen hatte für die Leute, die nur gestreamt haben. Aber natürlich, das Recht ist immer in Bewegung. Und jetzt müssen wir abwarten, ja, ob diese EuGH-Entscheidung tatsächlich auch Folgen hat für Streaming-Nutzer. Bislang, denke ich, wird das, also ich bin da jedenfalls skeptisch. Ich glaube, bislang muss man damit nicht rechnen. Aber klar, wenn es da eine pfiffige Methode geben sollte in der Zukunft, wie man an die IP-Adressen drankommt als Rechteinhaber, dann sind auch hier Abmahnungen nicht mehr auszuschließen. So, ich gucke mal auf die Uhr. Wie ist denn das mit deiner Zeit? Also du wolltest jetzt eigentlich so demnächst los. Wir haben noch so anderthalb Meldungen. Jetzt musst du mal sagen, ob wir das noch machen oder ob das einfach bei dir jetzt vorbei ist. Ich würde vorschlagen, wir machen nur noch ganz kurz das Stichwort Eklat in Israel. Das, finde ich, gehört so ein bisschen dazu, die Woche vollständig zu Revue passieren zu lassen. Sigmar Gabriel, unser neuer Außenminister, seit er das Amt des Wirtschaftsministers abgegeben hat an Brigitte Tsipras. Sigmar Gabriel ist nach Israel gereist in der vergangenen Woche und er hatte auch einen Termin mit Benjamin Netanyahu, aber dieser Termin hat nicht stattgefunden, Philipp. Ja, er hat nicht stattgefunden, weil sich Sigmar Gabriel auf seiner Reise nach Israel mit, ich glaube, einer oder mehrere NGOs getroffen hat, die, sag mal, die israelische Regierung und speziell das Militär sehr kritisch sehen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, so ganz im Kern, was das für NGOs waren. Es wurde so der Vergleich gezogen, ja, wie hätte denn die deutsche Bundesregierung reagiert, wenn Netanyahu hierher gekommen wäre und sich erstmal mit AfD-Leuten getroffen hätte oder mit Pegida-Leuten getroffen hätte. Hätte dann die Bundeskanzlerin ihn noch empfangen, hätte das zu Verstimmung geführt. Ich kenne diese NGOs nicht. Ich weiß nicht, wie die einzuschätzen sind. Jedenfalls hat Gabriel sie getroffen und mit denen gesprochen, was, finde ich, bei Staatsreisen nicht besonders unüblich ist, dass man sich auch mit Oppositionellen und der herrschenden Regierung, sagen wir mal, kritisch gesinnten Vereinigungen trifft zu Gesprächen. Aber Netanyahu hat das auch schon vorher angekündigt, als er das Programm gesehen hat. Hör mal zu, wenn du dich mit denen triffst, dann wirst du dich mit mir zumindest nicht treffen. Und so ist es auch gekommen. Also angeblich hat Gabriel das auch gewusst und angeblich hat Gabriel auch ein sagen wir mal, klärendes Telefonat, was Netanyahu ihm angeblich angeboten hat, abgelehnt, hat sich mit diesen NGOs getroffen und in Kauf genommen, dass dieses Treffen mit Netanyahu selber dann nicht stattfindet. Da gab es natürlich viel Wind. So muss man das sehen. Kennst du diese NGOs? Weißt du, was das für NGOs waren? Ist das wirklich so dramatisch? Ich habe die nicht nochmal gegoogelt, aber vor allem war wohl Stein des Anstoßes, jedenfalls wenn man der Berichterstattung im Deutschlandfunk glauben möchte, eine dieser beiden NGOs, um die es da ging, die sich besonders kritisch auseinandersetzt mit der Rolle der israelischen Armee in den Palästinenserkriegen. Also Breaking the Silence heißt die und der Untertitel von denen ist Israeli Soldiers Talk About the Occupied Territories. Also ach so, das ist so Also quasi israelische Soldaten packen aus. Ja, das ist, wenn man so will, so eine Art Whistleblowing-Plattform für israelische Soldaten, die ihr Gewissen erleichtern wollen, weil es eben beim Einsatz in den Palästinensergebieten teilweise unschön zugeht. Jetzt mal ganz vorsichtig formuliert. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das aus Sicht von Netanyahu und seiner konservativen Partei halt quasi Verräter sind. Ne? Das heißt also so ein bisschen so, als wenn man sich auf dem Weg nach Washington zu Donald Trump vorher noch mal kurz mit Julian Assange in der Botschaft zusammensetzen würde. Ja, das vielleicht so etwa. Und das, oder ja genau, oder wenn man sagt, ich besuche Chelsea Manning im Gefängnis. Genau, was ja eh nicht geht, da kommt man mit Sicherheit nicht ran. Aber genau, wenn man jetzt, man könnte
natürlich versuchen, irgendwie mit Chelsea Manning zu sprechen. Genau, das wäre so der Parallelfall. Und das hat Netanyahu ganz offensichtlich als Provokation empfunden. Der Eindruck, der bei mir entstanden ist, war, dass man sich schlicht und ergreifend ertappt fühlt, nicht? Denn also was immer man jetzt von dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, wo es ja auch wiederum ganz verschiedene Fraktionen gibt, halten mag, ja, was immer man über diesen Konflikt denken mag, aber dass das Besatzungsregime teilweise zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen führt, ist, glaube ich, relativ gut dokumentiert, mal ganz vorsichtig formuliert. Da mag es wiederum Gründe dafür geben, ja, Stichwort schwierige Sicherheitslage, Stichwort Anschläge auf Soldaten und so. Ich will das gar nicht werten. Ich möchte nur sagen, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, das ist, glaube ich, unbestritten. Und das ist aber natürlich zugleich eine etwas schmutzige Wahrheit, nicht? Und ganz offensichtlich wollte Netanyahu damit auf gar keinen Fall konfrontiert werden. Ich finde das vergleichsweise schwach von ihm. Ja, ich finde es nicht so ganz. Finde es auch gut, dass Gabriel sich da nicht hat drauf eingelassen hat. Und ich finde diesen Eklat, ja, haben wir jetzt ja auch benutzt das Wort. Ja, klar, das ist schon ein Eklat so ein bisschen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, jetzt liegen die deutsch-israelischen Beziehungen in Scherben und es Gottes Willen. Also, nein, auf gar keinen Fall. Ja, so, da fühlte sich der eine auf den Fuß getreten und der andere ist nicht runtergegangen und denke ich, weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt noch so einen ewigen Nachhall haben wird und wahnsinnige Implikationen haben wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein, das ist auch für beide Seiten viel zu unangenehm. Also natürlich vor allem auch für die Bundesregierung, nicht mit Israel, muss man einfach irgendwie gut klarkommen aus historischen Gründen, das ist völlig klar. Deswegen wir distanzieren sich ja auch Vertreter der Bundesregierung selbst von groben Fehlern Israels immer nur sehr verhalten. Das ist nun mal eben eine besondere historische Verantwortung, die wir da haben. Ich glaube aber auch eine Rolle spielt dabei, dass Benjamin Netanyahu natürlich zurzeit Oberwasser hat, seit der Wahl Donald Trumps und insbesondere seit Jared Kushner, also der Schwiegersohn von Donald Trump, im Weißen Haus eine wesentliche Rolle spielt, auch gerade im Verhältnis der USA zu Israel. Denn Herr Kushner hat sich schon seit jungen Jahren, also schon seit dem Teenageralter intensiv für gute Beziehungen zwischen USA und Israel eingesetzt und vertritt dort auch eine, sage ich mal, sehr konservative Linie im Sinne von Härte gegenüber den Palästinensern und unverbrüchliche Freundschaft zwischen USA und Israel. Und insofern glaube ich, weiß Netanyahu, dass er jetzt einfach deutlich mehr Rückendeckung aus Washington hat als noch früher. Ich glaube, Kushner und Netanyahu, die sind selber ganz dick. Also zumindest die Familien, ich glaube, wenn ich mich täusche, hat Netanyahu. Sind auch noch persönlich. Genau, die Netanyahu hat man bei denen übernachtet und so. Also glaube ich, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ist so. Stand in der New York Times. Also das sind so wirklich, die sind richtig dicke. Noch ganz kurz, sollen wir diese Martin-Schulz-Geschichte noch kurz erwähnen oder musst du los? Ach so, ja, die können wir nochmal erwähnen. Also das ist ja wirklich im Grunde in einem Satz gesagt. Wir haben das in der Lage auch schon fünfmal gesagt. Es ist ganz lustig, das Europaparlament hat sich nochmal mit den Vorwürfen gegen Martin Schulz beschäftigt. Das waren zwei. Zum einen soll er Beförderungen versucht haben, durchzudrücken von Mitarbeitern in Brüssel, die dann letztlich aber von der Verwaltung nicht durchgeführt wurden. Und er hat zum anderen einem Mitarbeiter eine Auslandszulage zahlen lassen. Das war ein Mitarbeiter, der formal in Brüssel beschäftigt war, in Wirklichkeit aber in Berlin. Und der hat eben den Auslandszuschlag bekommen für den Einsatz statt in Brüssel in Berlin, wobei der trotzdem aber natürlich in Berlin gewohnt hat. So, das ist so grob die Geschichte. Also der hat in Berlin gewohnt und es wurde so getan, als hätte er jetzt einen Auslandsjob übernommen, als er von Brüssel nach Berlin ging. Darüber haben wir damals ja auch in der Lage gesprochen. Sicherlich nicht sauber, aber ich glaube, keiner zweifelt daran, dass es auch nicht illegal war, sondern eben. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist das, was ich an dieser ganzen Geschichte so merkwürdig finde. Also da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber diskutiert, deswegen dachte ich, müssen wir das nicht nochmal. Aber ich finde das eben gerade einfach unproblematisch. Und zwar aus dem einfachen Grund, das ist völlig legal, was da gelaufen ist. Es hat interne Ermittlungen gegeben von der EU-Antikorruptionseinheit Olaf zum Beispiel. Die haben alle gesagt, das ist rechtlich völlig in Ordnung. Und ich finde, man muss dann einfach auch das Recht mal beim Wort nehmen. Und man muss dabei auch berücksichtigen, denke ich, dass Martin Schulz ja gerade eben nicht sich selber Geld in die Taschen gestopft hat, sondern einfach nur einem langjährigen verdienten Mitarbeiter da irgendwie ein paar Mark 50 hat zukommen lassen. Wie gesagt, legal, ja, völlig legal, und
Also ich finde das ehrlich gesagt ein totales Wahlkampfspektakel. Es wird jetzt irgendwie hochgejazzt, er hat selber nichts daran verdient, er wollte seinen Leuten was Gutes tun, und wenn man weiß, was Mitarbeit bei einem Politiker in der Praxis bedeutet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das völlig in Ordnung, dass er irgendwie für seine Leute sorgen wollte. Also das ist so ein harter Job, ich finde das völlig in Ordnung. Alright. Ich würde sagen, damit ist die Lage für diese Woche ausführlich und abschließend erörtert. So ist es, Philipp. Ich wünsche dir ein schönes, langes Wochenende. Ja. Und euch an den Empfangsgeräten draußen in der Welt ebenfalls. Habt ein schönes Wochenende. Wenn bei euch der 1. Mai ebenfalls arbeitsfrei ist, auch ein schönes, langes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Lage und habt eine gute, kurze, neue Arbeitswoche. In diesem Sinne alles Gute. Und wenn ihr mögt, schreibt uns eure Meinung zu unserer Sendung bei uns ins Blog oder hinterlasst uns ein paar Sternchen bei iTunes. Wir freuen uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung. Wunderbar. In diesem Sinne, ein schönes langes Wochenende, schöne Feiertage, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.